Dann kommen wir jetzt zu dem öffentlichen Tagesordnungspunkt 4, Antrag der Fraktion der CDU-CSU, Umsetzung des EU-Data-Acts für eine innovative und wettbewerbsfähige Datenwirtschaft in Deutschland, Bundestagsdrucksache 20-12103. Unser Ausschuss ist hier federführend. Die Voten der Mitberaterausschüsse für heute sind angefordert. Und wir debattieren das auch und stimmen danach ab. Und ich begrüße ganz herzlich aus dem Bundesministerium für Digitales und Verkehr die parlamentarische Staatssekretärin Daniela Kluckert und Frank Krüger, Leiter der Unterabteilung DP2 in der Abteilung Digital- und Datenpolitik. Und vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz ist Anna Christmann, die Beauftragte für Start-ups und digitale Wirtschaft, genau. Vielen Dank. Und Dr. Anne Kleinschroth vom Referat Datenrecht und Datenökonomie ist auch da, ne? Genau. Also herzlich willkommen. Es gibt kein Eingangsstatement, weil es ja ein Antrag der Fraktion CDU-CSU ist. Und damit übergebe ich jetzt in die erste Debattenrunde, und zwar an Franziska Hoppermann. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich nutze gerne die Gelegenheit, noch mal in unseren Antrag einzuführen. Wir haben ja alle fraktionsübergreifend, nahezu alle, den Abschluss des Data Acts auf europäischer Ebene begrüßt und auch den Geist, der mit dieser Regelung einhergeht, nämlich das Möglichmachen und Regulieren, aber vor allem das Möglichmachen von Datenteilen, um auch eine ein Wirtschaftswachstum und eine Wertschöpfung möglich zu machen. Und wir wollen mit unserem Antrag zum einen zum jetzigen Zeitpunkt noch möglich machen, die notwendigen Ressourcen dafür zur Verfügung zu stellen im jetzigen Haushaltsberatungsprozess. Denn wir haben in anderen nationalen Umsetzungen von europäischen Regelungen festgestellt, zum Beispiel im DSA, wo die Umsetzung seit Februar gilt, dass, wenn man diesen Zeitpunkt verpasst, es einfach wirklich schwierig ist, da hinterherzukommen. Wir haben uns fachlich sehr breit beraten. Wir legen einen Vorschlag vor, wie man es national umsetzen kann, nämlich mit einem zentralen Datenkoordinator, der bei der BNetzA liegt. Das scheint ja das BMWK auch zu votieren, denn so ist auf meine Einzelfrage auch geantwortet worden, die ich gerade gestellt habe. Wir möchten gerne das File-Management unterstützen. Die Unternehmen haben uns alle gesagt, egal ob kleine oder große Unternehmen, dass sie vor allem Planungssicherheit und Sicherheit sozusagen in der Umsetzung brauchen und das gerne hätten. Und dafür ist, glaube ich, ein rechtzeitiges Eintreten in eine nationale Umsetzung wirklich wichtig, dass wir das voranstellen. Wir brauchen eine Kongruenz auch der DSGVO und des Data Acts, und dafür braucht es auch eine Planungssicherheit für die Unternehmen. Also auch wenn wir mal sagen, wir sehen da keinen Widerspruch, es ist doch was anderes, wenn ich da verantwortlich handle und dafür gerade stehen muss, was ich da mache. Und umso wichtiger ist, glaube ich, dass wir einen nationalen Frame setzen, der das auch sicherstellt, dass das so ist. Das ist zumindest uns ganz breit gespiegelt worden aus der Wirtschaft. Wir will noch mal sagen, wir brauchen tatsächlich jetzt frühzeitig eine nationale Umsetzung, egal wann wir im nächsten Jahr in die Bundestagswahl gehen. Aber wenn sie wirklich in einem Jahr ist, rutschen wir in die vorläufige Haushaltsführung, womit wir dann, wenn wir diesen Zeitpunkt jetzt verpassen, noch längere Frist brauchen, bis wir bei der BNetzA oder bei welchem Datenkoordinator es dann auch sein soll, weil wir votieren für die BNetzA, bis wir dann danach rutschen. Ich habe jetzt folgende Fragen an die beiden Ministerien. Vielen Dank, dass Sie hier sind. Sie waren ja beim letzten Mal, als wir es beraten haben, noch unsicher, sozusagen, wer jetzt für die Umsetzung zuständig ist. Die Antwort war ja, wir machen das gemeinsam. Gemeinsam ist ja bei Bundesministerium immer ein bisschen schwierig. Wie weit sind Sie denn jetzt bei der Frage, wer steuert die Umsetzung und wie ist der Zeitplan? Und wie stellen Sie sicher, dass die notwendigen Ressourcen für eine nationale Umsetzung dann auch zeitnah zur Verfügung stehen? Ja, ganz herzlichen Dank. Ich kann vielen Ausführungen zustimmen, die Sie gemacht haben, zu der Frage der Bedeutung des Data Acts und der nationalen Durchführung. Deswegen sind wir als Bundesregierung da genau mit Hochdruck dran. Ich will vielleicht den Stand noch mal so zusammenfassen, dass die Federführung eben sehr klar geklärt ist zwischen den beiden Häusern. BMDV, BMWK haben hier die gemeinsame Federführung und erarbeiten deswegen derzeit den entsprechenden Referentenentwurf für die entsprechende Das entsprechende Durchführungsgesetz. Hier haben wir also ein ganz klares Verfahren, haben
selbstverständlich die Fristen auch entsprechend im Blick, streben an, da dieses Jahr ins Kabinett mitzugehen und somit der Zeitplan entsprechend dem, was auch notwendig ist, was der Data Act vorgibt. Da können Sie sicher sein, dass die Bundesregierung diesen Zeitplan entsprechend im Blick hat. Was ich noch betonen möchte, was das Ziel natürlich aus Sicht der Bundesregierung ist, ist dort wirklich eine schlanke Umsetzung hinzubekommen, die einfach ist für die beteiligten Unternehmen und deswegen abweichend, so wie ich den Antrag verstanden habe, haben wir uns entschieden, ja eine zuständige Stelle bei der BNetzA vorzusehen, was anderes ist als eine koordinierende Stelle, die es nur bedürfte, wenn es mehrere Stellen dann am Ende gäbe, die auch noch mit zuständig wären, sektorspezifisch etc. Dort haben wir uns explizit dagegen entschieden, um es eben möglichst einfach zu machen. Es gibt eine Stelle, die dort quasi zuständig sein wird. Das ist aus Sicht der Wirtschaft, aus unserer Sicht der einfachstmögliche Weg. Und deswegen die Entscheidung, die wir schon getroffen haben und die jetzt entsprechend dann umgesetzt wird. Ich kann nur eine ganz kurze Anmerkung noch zu den sehr richtigen Ausführungen meiner Kollegin sagen. Und zwar, ja, es gibt eine Stelle, aber bei einigen Themen, insbesondere natürlich auch im Automotive-Bereich, werden andere Behörden auch hinzugezogen und hier auch, ich sag mal, ins Benehmen gesetzt und mit ihnen gemeinsam Lösungen gefunden, die dann auch auf diese Sektion oder auf diesen Bereich eben dann auch passen. Vielen Dank und wir kommen weiter zur SPD-Fraktion, Anna Kasautzki. Ja, vielen herzlichen Dank. Die eine Frage wurde gerade schon von mir so ein bisschen beantwortet, nämlich ob das eher die koordinierende Stelle ist oder ob es tatsächlich dann in der BNetzA bleiben soll. Das wurde schon beantwortet. Vielen Dank dafür. Es schließt aber so ein bisschen an die letzte Antwort von Frau Kluckert mit an, nämlich es wird ja Daten geben, die irgendwie an der Grenze von IoT und personenbezogenen Daten sind, wo nicht so ganz klar ist, ob hier die DSGVO oder der Data Act Anwendung findet, sowohl in der Zuständigkeit als auch was den Sanktionsrahmen angeht. Gibt es hierzu Überlegungen, wie die Zuständigkeiten verteilt sind, beziehungsweise wo dann am Ende, also wo was Anwendung findet? Also im Grunde ist das Verfahren schon erläutert worden, gerade von Daniela Kluckert. Der Unterschied ist eben keine koordinierende Stelle, sondern eine zuständige. Das heißt, es läuft alles immer über die BNetzA. Aber es gibt natürlich Themen, wo es sinnvoll ist, andere Behörden hinzuzuziehen. Wie dieses Hinzuziehen im Detail bei einigen Fragen, insbesondere was jetzt Datenschutzgrundverordnung und solche Themen angeht, laufen wird. Das sind die Dinge, die jetzt gerade auch noch detailliert erarbeiten werden. Der Grundunterschied ist aber, dass erstmal die BNetzA die Hauptzuständige ist und es keinerlei quasi Mitzuständigkeit, Vetorecht oder so anderer Stellen gibt, sondern es läuft alles über die BNetzA. Wie aber die Regelung ganz im Detail laufen wird, das ist natürlich die Textarbeit, die jetzt derzeit auch gerade noch erfolgt. Vielen herzlichen Dank. Anknüpfend daran, weil es in der Vergangenheit immer mal wieder nicht ganz so gut funktioniert hat, inwiefern ist denn unsere Bundesdatenschutzbeauftragte in die Gespräche mit eingebunden? Also das sind die Gespräche, die derzeit stattfinden. Und genau, derzeit sind die Vorbereitungen ja auf Fachebene im Wesentlichen. Und da wird sich natürlich auch mit der Bundesdatenschutzbeauftragten ausgetauscht. Vielen herzlichen Dank. In der Sache sind wir uns, glaube ich, viele hier im Raum sehr, sehr einig, auch was die Wichtigkeit vom Data Act angeht. Das reiht sich ein in viele andere digitale Gesetzgebungen, die wir jetzt Gott sei Dank von der europäischen Ebene haben, ob das der Digital Services Act, der Digital Markets Act ist. Das ist wahnsinnig gut, dass wir als Europa an der Stelle auch vorangehen. Und Sie haben ja auch gerade schon ausgeführt, die Regierung ist schon dran. Sie arbeiten gemeinsam an diesem Gesetzesentwurf. Deswegen, liebe Kolleginnen und Kollegen der Union, ich kann verstehen, dass Sie da jetzt den Druck verspüren und sagen, das muss schnell passieren. Da sind wir uns völlig einig. Die Regierung arbeitet allerdings schon dran. Deswegen werden wir den Antrag hier heute ablehnen. Das war's? Ja, na gut. Dann haben wir Tobias Barrele für Bündnis 90 Die Grünen. Ja, vielen herzlichen Dank. Schön, dass wir mal wieder über den Data Act reden. Insofern vielen herzlichen Dank für den Antrag.
inhaltlich gute Zusammenfassung des aktuellen Sachstandes. Ich freue mich, dass gerade noch etwas dazu hinzugefügt werden konnte. Ansonsten fand ich den Antrag, wie gesagt, eine schönen Debattenstand. Ich glaube aber, dass die beiden Ministerien gerade gut in der Abstimmung unterwegs sind. Ich möchte allerdings noch mal wirklich mich bedanken für diese Klarheit, auch jetzt gerade noch mal einen Single Point of Contact hier einzurichten. Ich glaube, das ist bei anderen EU-Gesetzen hat sich das ja auch gezeigt, eine wichtige Lehre, die wir hier auch von Vorgängerregierungen auch lernen konnten, aus den Fehlern lernen konnten, dass es auch in Deutschland eine einheitliche, eine kohärente Umsetzung braucht und für die Wirtschaft, aber auch, und das ist, glaube ich, auch unser vielleicht der Unterschied in der Betrachtung zum Data Act, auch für alle anderen Akteure, die in irgendeiner Form betroffen sind oder Fragen zum Data Act haben, dass es da eine einheitliche Stelle gibt, an die sie sich wenden können, dass es einfach klar und einheitlich gemacht ist. Insofern danke, dass wir heute drüber reden. Zustimmung wird es für diesen Sachstandsbericht in Antragsform von uns allerdings nicht geben. Ich habe auch keine Fragen, sondern nur vollstes Vertrauen in die beiden Häuser, dass sie dieses Gesetz, das Umsetzungsgesetz, zeitnah und gut umsetzen werden. Vielen Dank. Und für die FDP-Fraktion Dr. Volker Redder. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank, dass Sie beide jetzt hier sind. Ich habe überhaupt keine Fragen. Ich finde es toll, dass die Union den Sachstand zusammengefasst hat. Vielen Dank dafür. Und das ist jetzt das dritte Mal oder das vierte Mal, dass wir darüber reden. Das ist ein Theater, was irgendwie unnötig ist tatsächlich. Weil wir sind gerade auf einem sehr, sehr guten Weg. Das habe ich auch, glaube ich, im Parlament gesagt. Und das werde ich auch nicht mehr ändern. Und ich finde es total klasse, dass Sie uns zuarbeiten. Vielen Dank dafür. Das war kurz und knapp. Vielen Dank für die AfD-Fraktion, Frau Bengstein. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich möchte auch nur kurz auf den Antrag eingehen. Ich denke, wir sind uns einig, dass es insbesondere für die Daten- und Digitalwirtschaft tatsächlich Rechtssicherheit braucht und auch Planungssicherheit. Ansonsten ist es gut, dass es nur sozusagen einen Koordinator gibt. Wir sehen es kritisch, dass es die Bundesnetzagentur ist. Ansonsten begrüßen wir den Punkt, in dem Sie fordern, dass es auch sozusagen eine gemeinsame Abstimmung mit der Wirtschaft bezüglich Standards zu Datenaustausch und Interoperabilität geben soll. Ansonsten, wir enthalten uns bei dem Antrag und ich habe jetzt auch keine weiteren Fragen und gebe die Zeit weiter. Vielen Dank und für die Linke Anke Dumm-Schaltberg. Und ich hätte so viele Fragen und habe so wenig Redezeit, das ist wirklich traurig. Ja, ihr könnt ruhig mal ein bisschen bedauern oder ein paar Minuten schenken. Wir teilen die Position vieler Fachleute der Zivilgesellschaft, dass der Data Act, so wie er im Moment aussieht, voraussichtlich eher zum Nachteil von VerbraucherInnen ist, dass er dem Gemeinwohl wenig nutzen wird, weil er auch zu viele Ausnahmen zum Nachteil für VerbraucherInnen enthält, für die sich Deutschland über seine Delegation in Brüssel ja sogar explizit eingesetzt hat. Wahrscheinlich wird er das Hauptziel verfehlen, erheblich zu einer Steigerung des Datenteils im IoT-Bereich zu führen. Wir glauben auch, dass dieses Dateneigentumkonzept mit AGB-artigen Einwilligungskonstrukten am Ende zu mehr Monopolisierung führt und nicht zu was Gutem. Die Union mit ihrem Antrag geht an all diesen Problemen komplett vorbei. Daher lehnen wir ihn auch ab. Sie haben in einem aber absolut recht, nämlich nach der Forderung nach einer rechtzeitigen Bereitstellung von Ressourcen. Wir haben das beim Einsetzen des DSCs bei der Bundesnetzagentur ja schon erlebt. Deswegen meine erste Frage. Die Bundesnetzagentur steht ja de facto als zuständige Stelle fest, hat als Erfüllungsbedarf 33,8 Stellen für den Haushalt 25 angemeldet. Laut Beirat Bundesnetzagentur enthält der Haushalt davon aber genau null, obwohl der Data Act ja im September nächsten Jahres schon anzuwenden ist und dann also auch die Aufsichtsfunktion schon ausgeübt werden muss. Wie soll denn das funktionieren? Eine Aufsicht ohne Personalmittel? Schon für den Digital Services Coordinator hat die Bundesnetzagentur bisher nur die Hälfte der als Erfüllungsaufwand genannten Stellen. Also ich will vielleicht auf die Frage mal so reagieren, dass es
sicherlich richtig ist, dass wir insgesamt für die Durchführung und Umsetzung der verschiedenen Digitalakte auf europäischer Ebene Ressourcen brauchen innerhalb der Bundesregierung und dass es eine Aufgabe ist, die bereitzustellen, auch in Zeiten, die wir gleich bei der Haushaltsdiskussion vielleicht auch noch mal sehen werden, nämlich knapper Ressourcen. Insofern ist es richtig, dass das eine wichtige Aufgabe sein wird und der ist sich die Bundesregierung natürlich auch sehr bewusst. Aber wir werden die natürlich nach und nach umsetzen müssen, soweit wir Ressourcen hier generieren können und auch die Voraussetzungen haben, diese Ressourcen natürlich zu begründen, was quasi eine gewisse Haushaltsreife bedarf, die jetzt so noch nicht gegeben ist. Aber ich stimme insoweit zu, dass es ein wichtiger Punkt ist, diese Ressourcen einzustellen und das wird eine Aufgabe sein, die quasi nach und nach umzusetzen ist. Also bis jetzt gibt's keine. Die Vorsitzende hat gesagt, dass ich noch mal darauf ebenfalls antworten darf. Genauso wie beim digitalen Dienstegesetz ist es so, dass wir erst nach dem Kabinettsbeschluss überhaupt mit diesen Fragen loslegen können. Also das heißt, der Bundesrechnungshof würde niemals zulassen, dass wir hier sozusagen jetzt schon Bedarfe in den Haushalt einfügen, die gesetzlich noch nicht festgeschrieben sind. Insofern ergeben sich jetzt auch keine Stellen in dem Haushalt. Über den Haushalt debattieren wir gleich ja noch. Da haben wir auch noch mal Gelegenheit, genau darüber zu reden. Aber wir haben jetzt erstmal die Abstimmung des Antrags auf Bundestagsdrucksache 20-12103. Wer stimmt diesem Antrag zu? Das ist die Unionsfraktion. Wer stimmt dagegen? Das ist SPD, Bündnis 90, die Grünen, FDP und die Linke. Wer enthält sich? Das ist die AfD-Fraktion. Damit ist dieser Antrag abgelehnt. Wem benennen die Fraktionen und die Gruppe als Berichterstatter? Müssen wir das abfragen? Liegt schon vor. Okay, wunderbar. Folgende Information an die BerichterstatterInnen. Beschlussempfehlung und Bericht gehen Ihnen in der nächsten Woche zur Freigabe bzw. Unterschrift zu. Die Unterschrift kann bereits heute in der Sitzung oder im Nachgang durch Ausdruck der Mail mit der Beschlussempfehlung und Rücksendung per Scan geleistet werden. Die Freigabe von Beschlussempfehlung und Bericht erfolgt per E-Mail in Absprache mit Ihrem Büro und den Fraktionsreferentinnen und Referenten. Ich bitte die Berichterstatterinnen, hierfür erreichbar zu sein. Das hatten wir in der Vergangenheit hin und wieder mal, dass die Gesetze nicht abgeschlossen werden konnten und zugeleitet werden konnten an den Bundestag, weil keine Erreichbarkeit da war. So, dann erstmal danke für die Gäste, die zu diesem Tagesordnungspunkt da waren. Dann schließen wir diesen ab und kommen zum nächsten öffentlichen Tagesordnungspunkt Top 2, Gesetzentwurf der Bundesregierung für einen der Entwurf eines Gesetzes über die Feststellung des Bundeshaushaltsplans für das Haushaltsjahr 2025, Haushaltsgesetz 2025, auf der Bundestagsdrucksache 20-12400. Wir haben heute aufgesetzt erstens oder A, den Einzelplan 12, das ist das Bundesministerium für Digitales und Verkehr. Wir haben B, den Einzelplan 09, das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Wir haben C, den Einzelplan 16, das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz. Wir haben eine Debatte vereinbart und dann nehmen wir das zur Kenntnis, den Bericht der Bundesregierung. Als Gäste darf ich begrüßen vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr die parlamentarische Staatssekretärin Daniela Kluckert, Staatssekretär Stefan Schnorr, Jana Kreppelin, Leiterin der Unterabteilung H1, Gwendolin Fischer-Webler vom Referat Haushalt, Gertrud Husch, Leiterin der Abteilung Digitale Konnektivität, Frank Krüger, Leiter der Unterabteilung DP2 in der Abteilung Digital- und Datenpolitik. Vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz Dr. Anna Christmann, Koordinatorin der Bundesregierung für die deutsche Luft- und Raumfahrt, aber auch für Start-ups und Digitalwirtschaft. Jörg Kläuber, Referat Grundsatzfragen der nationalen und internationalen Innovations- und Technologiepolitik und vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz müssen wir leider die parlamentarische Staatssekretärin Dr. Bettina Hoffmann entschuldigen, die nämlich ihre Teilnahme wegen der Aktuellen Stunde, die jetzt parallel im Bundestag läuft, nicht möglich machen konnte. Dafür aber
ist Dr. Bodo Lindscheid da, Leiter der Unterabteilung Digitalisierung, nachhaltiger Konsum- und Produktpolitik, Ressourcenschonung und Andreas Wojtecki, Beauftragter für den Haushalt. Wir haben vereinbart, dass es pro Ministerium 3 Minuten Eingangsstatement gibt. Und dann haben wir 2 Debattenrunden mit einer Redezeit von 4 Minuten pro Fraktion und die Hälfte für die Linke. Und damit eröffne ich und übergebe Daniela Kluckert für das BMDV die erste Redezeit. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Wir haben in dem Regierungsentwurf 2025 gegenüber dem Vorjahr 2024 im Einzelplan 12 eine Erhöhung von rund 5,2 Milliarden Euro zu verzeichnen, die sich wie folgt zusammensetzen. Wir haben Einsparerfordernisse in Höhe von 380 Millionen Euro. Wir müssen die Mautmindereinnahmen prognostizieren, die hier ebenfalls abgebildet sind. Wir haben die Überführung aus Mitteln des Sondervermögens digitale Infrastruktur in den Einzelplan 12 und wir haben ein Darlehen an die InfraGo in Höhe von 3 Milliarden Euro. Wir haben in unserem Kapitel 1204 das ganze Aufgabenspektrum des BMDV, das auch dieser Ausschuss abdeckt. Und hier haben wir natürlich den Schwerpunkt im Haushalt bei den Breitbandausbauprojekten, die mit rund 2,9 Milliarden Euro weiter gefördert werden. Und wir haben die Förderung digitaler Innovationen von rund 91,3 Millionen Euro sowie das automatisierte und vernetzte Fahren in rund der Höhe von 45,5 Millionen Euro. Ich würde gerne meine Zeit von knapp 2 Minuten noch einmal dafür nutzen, zur Breitbandförderung zu gehen, weil das sicherlich auch hier in diesem Ausschuss einen großen Schwerpunkt einnimmt. Für die Breitbandanförderung werden wir VEs in Höhe von insgesamt 1,8418 Milliarden Euro im Jahr 2025 ausbringen. Diese Ausfinanzierung wird in unserem Ministerium nicht on top gewährt, sondern wir mussten dadurch Umschichtungen diese 1,8 Milliarden Euro finanzieren oder eben auch, und das ist sicherlich auch Ihnen bekannt, durch eine Nichtanspruchnahme von VEs in Höhe von 1,3 Milliarden Euro in 2024. Uns ist wichtig, dass wir sowohl in 2024 als auch in 2025 alle Fastlane-Projekte umsetzen können. Das bedeutet, dass all die Projekte, die die meiste Dringlichkeit haben, auch finanziert werden können, auch mit VEs unterlegt werden können. Das ist natürlich wichtig, um vor allem jene ländlichen und städtischen Bereiche in Deutschland anzuschließen, die besonders schlecht mit dem Internet verbunden sind derzeit. Wie Sie wissen, haben wir das gesamte Förderregime umgestellt. Es ist jetzt nicht mehr First Come, First Serve, sondern die Mittel gehen dorthin, wo sie am dringendsten gebraucht werden. Und das passiert sowohl 2024 als auch 2025. Das heißt, hier werden alle Fastlane-Projekte auch umgesetzt werden können, beziehungsweise Förderprojekte, Förderbescheide erhalten können. Wir haben insgesamt in der Bundesregierung seit Beginn der Förderung 21 Milliarden Euro für den Giga-Ausbau bereitgestellt. Davon sind 16 Milliarden Euro gebunden, 4,5 Milliarden Euro bereits abgerufen. Und da sieht man, dass hier auch noch 11,5 Milliarden Euro überhaupt verbaut werden müssen, die dann natürlich auf die neuen Projekte erst einmal, die dann die neuen Projekte on top kommen. Daran sieht man, dass auch der geförderte Gigabit-Ausbau in Deutschland sehr gut vorankommt. Und insbesondere haben wir sehr erfreuliche Hochlaufzahlen bei den Abrufzahlen der Mittel. So, für das BMWK Anna Christmann. Ja, freut mich, dass wir hier über den Haushalt sprechen und vor allem die Digitalvorhaben noch mal im Detail diskutieren können. Ich glaube, über den Kontext, in dem dieses Haushaltsverfahren gestanden hat, muss ich nicht zu viel ausführen. Wir wissen alle, dass wir durchaus herausfordernde Kontextbedingungen haben. Deswegen war uns natürlich aber ganz wichtig, hier Ausgaben gerade auch im digitalen Bereich natürlich auf hohem Niveau fortzuführen, um hier die entsprechenden Innovationsbereiche auch zu unterstützen. Überblicksmäßig kann ich sagen, dass wir im Einzelplan
des BMWK im 09er 507 Millionen vorgesehen haben, die sich den digitalen Projekten zuordnen lassen. Und ich stelle es vielleicht gleich am Anfang, weil das sicher vielleicht auch noch Thema werden wird, im KTF knapp 5 Milliarden eingestellt sind für die Halbleiterförderung. Davon sind 2,97 Milliarden bisher für Intel geplant. Deswegen ist das sicherlich ein Bereich, der jetzt dann noch mal zu diskutieren sein wird. Aber wichtige Milliarden natürlich für diesen Bereich. Des Weiteren will ich aber auf die 500 Millionen im Einzelplan natürlich noch mal eingehen, wo wir mit 189 Millionen vor allen Dingen für das IPSAI Cloud und Datenverarbeitung einen relevanten Betrag verankert haben. Damit soll die Entwicklung der nächsten Generation von Cloud- und Edge-Infrastrukturen, Service und Plattformen weiter gefördert werden. Denke ich, auch ein ganz wichtiger Schwerpunkt. Weiterer Schwerpunkt der digitalen Agenda ist die Entwicklung digitaler Technologien, für die 2025 knapp 25 Millionen Euro bereitgestellt werden. Gefördert werden hier innovative Forschung und Entwicklungsprojekte im vorwettbewerblichen Bereich, um Zukunftsthemen der Informations- und Kommunikationstechnologien, natürlich KI, Quantencomputing etc., frühzeitig aufzugreifen und dann auch den Markttransfer vor allen Dingen zu beschleunigen. Im Bereich Datenökonomie haben wir einerseits weiterhin natürlich den Gaia-X-Förderwettbewerb mit 31 Millionen Euro und möchte natürlich hervorheben das Dateninstitut, das sich gerade in Gründung befindet. Hier werden 2025 9,4 Millionen zur Verfügung stehen. Und hier vielleicht auch noch wichtig der Hinweis, ab 2026 sieht die Finanzplanung dann auch den jährlichen Bedarf zur Finanzierung des Dateninstituts in Höhe von 10 Millionen Euro vor. Die Verstetigung hier also sicherlich auch ein wichtiger Hinweis. Dann vielleicht noch die 52 Millionen Euro, die für die Initiative Industrie 4.0 veranschlagt sind. Hier geht es natürlich vor allen Dingen um die Initiative Manufacturing X, die ja jetzt auch neu auf den Weg gebracht worden ist und aus diesem Titel finanziert wird. Und zuletzt noch der ganze Bereich Mittelstand digital mit 54 Millionen Euro, wo natürlich wichtige Themen im Bereich Mittelstandsdigitalzentrum, Unterstützung für KMU, aber auch im Bereich der IT-Sicherheit drin sind, Themen, die sicherlich auch weiterhin hochrelevant sind. Soweit von mir als Einführung. Ganz herzlichen Dank. Und bevor ich das Wort an das BMWV gebe, hat Herr Brandl darum gebeten, kurz ein Statement abzugeben. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Wir machen jetzt auch mit dem BMWV gleich weiter. Ich wollte für meine Fraktion nur festhalten, das ist uns heute Morgen leider etwas durchgerutscht. Für uns ist es nicht akzeptabel, wenn bei einer Haushaltsberatung das Haus nicht auf politischer Ebene vertreten ist. Sondern wir würden erwarten, die haben zwei Staatssekretäre, die haben zwei beamtete Staatssekretäre, dass von denen oder Ministerin, da muss jemand kommen können. Also ich finde, so geht das nicht. Wie gesagt, uns ist das heute Morgen durchgerutscht, es ist rechtzeitig bekannt gegeben worden, deswegen lassen wir es jetzt laufen. Aber für die Zukunft machen wir das nicht mehr mit. Also ich unterstütze natürlich das Ansinnen, dass wir gerne die parlamentarischen Staatssekretäre hier haben. Wir haben es auf jeden Fall heute Morgen, weil es kurzfristig uns erreicht hat, in der Obleuterunde auch bekannt gegeben. Da wäre natürlich der Antrag auch in Ordnung gewesen zu sagen, dann verschieben wir es nochmal. Aber jetzt ist das BMUV da und deshalb übergebe ich jetzt an Herrn Linscheid das Wort. Ja, vielen Dank. Ich versuche mich kurz zu fassen. Zum einen hat das BMUV natürlich auch die herausfordernde Haushaltslage zu verkraften bei dem Entwurf. Zum anderen gibt es die Besonderheit, das will ich nochmal hinweisen, dass viele Mittel im Bereich Digitalisierung und Umwelt befristete Mittel aus dem Konjunkturpaket 2020 waren, die Ende 2024 auslaufen. Das heißt, ohne neue Mittel, und das ist ja sehr schwierig im Moment zu realisieren, laufen eben auch Dinge aus oder müssen auf sehr reduziertem Niveau werden. Das heißt konkret, es gibt ja einmal eine Förderung der künstlichen Intelligenz im BMU-Haushalt, bisher mit 30 Millionen Euro. Der Ansatz ist im nächsten Jahr jetzt auf 18 Millionen, dann 4 Millionen. Kann man sich vorstellen, mit Blick auf Vorbindungen, die solche Förderungen implizieren, dass da nur noch eine sehr reduzierte Förderung einzelner Leuchttürme vielleicht möglich sein wird. Und nach jetzigem Stand ein Programm wie zum Beispiel der Green AI Hub, das ist Mittelstandsförderung im Bereich KI-Nutzung, eingestellt werden muss. Unsicher ist auch die Fortführung der Finanzierung des sogenannten
Anwendungslabors KI und Big Data beim Umweltbundesamt. Das hat sozusagen, widmet sich Themen wie zum Beispiel Planungs- und Genehmigungsbeschleunigung in Behörden oder ähnliche Effizienzsteigerung durch KI. Das ist eben auch offen nach jetzigem Stand, da gilt dasselbe. Und als drittes Beispiel ebenso das sogenannte Programm DigiRes als Abkürzung, also Förderung digitaler Anwendung zur Steigerung der Ressourceneffizienz und der Kreislaufwirtschaft in mittelständischen Unternehmen. Auch da läuft quasi das Geld aus zum Ende des Jahres und konnte keine Fortsetzung realisiert werden. Anders ist die Lage wie bei allen Ministerien im Datenlabor. Das haben ja alle Ministerien. Da ist also die Finanzierung durch Nutzung von Haushaltsresten bis 2026 gesichert. Und ich glaube, das wissen Sie, hat das Kanzleramt ja für das Jahr 2027 für alle Datenlabore eine Fortführung der Finanzierung gesichert. Das würde in dem Punkt anders aussehen. Und last noch. Gehen Sie ein bisschen näher ans Mikro, bitte. Ah ja, okay, weil bin ich schlecht zu verstehen, es tut mir leid. Ja, ja, sorry. Und letzte Bemerkung, was weitere Themen sind, die will ich aber jetzt nicht ausführen, weil die jetzt letztlich nur zu Ende bearbeitet werden. Nenne ich es jetzt mal Projekte im Bereich des Verbraucherschutzes und Digitalisierung, der Green IT-Initiative, also Energieeffizienz in Rechenzentren und der sogenannten OZG-Leistungen, Umwelt und Digitalisierung gemeinsam mit den Ländern. Dankeschön. Ganz herzlichen Dank. Und damit kommen wir in die Debattenrunde und starten mit der SPD, die sich auch die Redezeit aufteilt. Ich glaube, anfangen tut Dr. Becker. Ist das richtig? Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich habe eine Frage an Frau Christmann. Und zwar Stichpunkt Zentrales Innovationsprogramm Mittelstand, ZIM. Da ist ja der Haushaltstitel im Ansatz sehr dramatisch gekürzt worden, von 635 Millionen auf 519 Millionen. Da würde mich mal die Begründung interessieren. Es kann natürlich sein, dass das in der Bewilligungsquote in der Vergangenheit damit begründet wird. Aber es gab ja verschiedene Gründe für den Antragsstopp, zum Beispiel zwischen Oktober 21 und August 22 und die verschiedenen Maßnahmen, weil damals eben Mittel besonders schnell abgeflossen sind. Und die neue ZIM-Richtlinie sollte ja das Antragsverfahren eigentlich eher beschleunigen und unkomplizierter machen. Also wäre es eben nicht sinnvoll, gerade für KMU die Förderung in dem Bereich eben nicht zu verringern. Und Anschlussfrage bezüglich jetzt der Anpassung der ZIM-Richtlinie an die AGVO. Auch da gibt es ja Rückmeldungen, dass damit das an sich früher mal sehr, sehr schlanke Programm deutlich komplexer und bürokratischer geworden ist. Gibt es da eine Möglichkeit, das wieder auf den Komplexitätsgrad ex ante zu überführen? Ja, vielen Dank für die Frage. Und erstmal möchte ich unterstreichen, dass auch uns das Programm ZIM ein wichtiges Anliegen ist und wir es als sehr erfolgreiches Programm sehen generell. Für die Frage des Mittelanschlags ist es einfach eine bedarfsgerechte Anpassung, ehrlicherweise, weil wir gesehen haben, dass die Anträge auch ein Stück weit zurückgegangen sind und wir sozusagen in der Vorschau auch schon ungefähr abschätzen können, wie viel Bedarf auch sein wird, weil zum Teil sind es ja auch mehrjährige Projekte. Und insofern ist es tatsächlich in dem Fall eine Anpassung an den entsprechenden Bedarf. Ich glaube, wir sind trotzdem offen, da gerne auch im Austausch zu bleiben. Woran liegt es, dass der Bedarf zurückgegangen ist? Das ist, glaube ich, die Frage, die man dann stellen muss, zu Recht. Die treibt uns auch um. Können wir jetzt aber kurzfristig, glaube ich, nicht für den nächsten Haushalt, sondern ist das nicht der Ort, das zu klären, sondern dann eher die anderen Fragen, die auch gestellt sind. Und ich weiß, dass wir uns da mit dieser Frage auch auseinandergesetzt haben, kann jetzt ad hoc nicht ganz den aktuellsten Stand wiedergeben, was für Vereinfachungen da auch nochmal angedacht werden. Können wir es uns gerne im Nachgang nochmal nachliefern. Ja, herzlichen Dank. Und meine Frage richtet sich auch an das BMWK. Frau Christmann, können Sie sagen, wie viele Mittel im Einzelplan des BMWKs für KI-Mitteln reserviert sind und dann im Spezifischen für KI-Infrastruktur und für Supercomputing? Ich glaube, müssen wir mal gucken. Ich glaube, wir haben das bisher nicht zusammengerechnet unter dem Stichwort KI. Ich fürchte, das müssten wir auch noch mal nachreichen, weil natürlich man unter KI
verschiedenste Projekte einfach verstehen kann. Also wenn man die Agentur für Sprunginnovationen anguckt, bis zu den verschiedenen Mittelstand-Digitalzentren, die zum Teil KI machen. Ich verstehe das Bedürfnis, weil natürlich KI ein Schlagwort ist, zu dem man gerne eine Haushaltszahl hat. Insofern können wir gerne mal schauen, inwiefern wir das nachliefern können. Aber es ist tatsächlich so, dass wir das bisher nicht als gesamthaft getan haben, weil es in so viel, es ist auch ein bisschen die Frage Zukunft gerichtet, wie sinnvoll kann man das machen, möchte ich nur kurz dazu sagen, weil KI in so vielen Dingen drinsteckt, dass es auch ein bisschen schwer ist, das abzugrenzen. Also wir finden, man kann da schon gewisse Annahmen treffen und dann zu einer Definition kommen und dann eine Zahl geben, auch wenn sie ungenau ist, aber okay. Aber im Hinblick auf KI-Infrastruktur und Supercomputer kann man das schon genau beziffern. Und deswegen wäre schon meine Frage, und es gibt auch eine Studie des KI-Bundesverbands, was auch vom BMWK mitfinanziert wurde, wo man zu einem Ergebnis kommt, dass man 500 Millionen für die KI-Infrastruktur braucht. Wie viele Mittel haben Sie denn im Haushaltsplan dafür reserviert? Also genau, ich würde einfach vorschlagen, wir packen diese Zahlen noch mal gerne in ein Antwortpaket, bevor wir jetzt hier irgendwas schnell raussuchen. Macht das, glaube ich, mehr Sinn? Ja, das interessiert uns alle. Von daher gut, wenn wir ein Antwortpaket bekommen aus dem BMWK. Und dann machen wir weiter mit der Unionsfraktion. Und Franziska Hoppermann hat das Wort. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Also auf Seite 24 des Einzelplanentwurfs, des Einzelplan 9, findet man ziemlich genaue Zahlen zum Thema Quantencomputing und künstliche Intelligenz. Und der Titel hat sich nahezu halbiert. Ich verstehe die Frage des Kollegen Zorn sehr gut. Also alleine da auch zum Thema Quantencomputing kann man die Zahlen auf einen Blick finden. Ich habe es jetzt 15 Sekunden gekostet. Meine erste Frage richtet sich aber an die Kollegin Kluckert und an das BMDV. Sie haben ja im Koalitionsvertrag, ich muss leider noch mal auf das Thema Digitalbudget zu sprechen kommen, das Digitalbudget und auch die Auswertung der Digitalchecks stehen. Sie haben jetzt zur Umsetzung der Digitalstrategie den Titel gesenkt von 7,4 auf 5,6 Millionen Euro. Warum setzen Sie nicht auf ein zentral gesteuertes, wirkliches Digitalbudget, wie das in anderen Bundesländern zum Beispiel der Fall ist? Ja, also Digitalbudget und Digitalcheck sind ja zwei unterschiedliche Dinge. Klar. So wird der Digitalcheck tatsächlich vom BMJ betrieben und ist auch dort angesiedelt. Bisher war es so, dass die größten Hürden der Digitalisierung in unserem Land nicht fehlendes Budget war, sondern teilweise hatte man tatsächlich auch das Gefühl, dass sehr viel Geld auch dazu führt, dass keine klare Richtung zu erkennen ist. Und deswegen müssen wir vor allem schauen, wie wir aufgetretene Schwierigkeiten, insbesondere im Miteinander und zwischen den Kommunen, dem Land und dem Bund, lösen können. Und mit der Digitalstrategie hat die Bundesregierung das erste Mal überhaupt ganz klare Prioritäten gesetzt und auch gesagt, welche Leuchtturmprojekte wie umzusetzen sind und mit welchen Ressourcen. Wir halten diese Digitalstrategie sehr gut nach. Wir wissen auch sehr gut durch unser Monitoring, wo wir wo stehen. Und das ist ja auch das Wichtige. Am Ende geht es nicht darum, dass wir in Zeiten schwieriger Kassen, das wissen Sie wie wir, hier zusätzliches Geld on top, wo auch viel dann reingedrückt wird, finden, sondern es ist wichtig, dass jedes Ministerium die Digitalisierung als absolutes Prio-Top-Thema sieht. Also auch dort die Mittel hinlegt, wo die Zukunft unseres Landes liegt. Und das ist eben in der Digitalisierung. Und dafür ist jedes Ministerium auch einzeln verantwortlich. Und wir als BMDV, wir nehmen das sehr, sehr ernst. Wir haben ja auch mit Leuchtturmprojekten wie die digitale Kfz und allem Möglichen schon dafür gesorgt, dass Deutschland jetzt deutlich besser digitalisiert ist, als es noch können Sie uns dieses Monitoring mal zur Verfügung stellen? Selbstverständlich. Es ist ja, gibt eine Homepage, da kann man das abrufen. Dann können wir hier auch noch mal drüber sprechen. Dann habe ich eine Frage ans BMWK, weil wir ja eben gerade im ersten Top, den wir beraten haben, auch über die BNetz A und die Personalausstattung gesprochen haben. Und heute war ja zu lesen, dass von den vorgesehenen 99 Stellen für die Umsetzung des DDGs 20 Stellen nur besetzt sind. Wie plant denn die Bundesregierung sicherzustellen, dass die BNetz A ausreichend Personal für die Umsetzung dieser ganzen verschiedenen europäischen Gesetze, die jetzt hier auch national umgesetzt werden müssen, zur Verfügung hat? Ja, vielen Dank. Das ist im Grunde die gleiche Antwort, die ich vorhin schon mal gegeben hatte auf die Frage Ausstattung BNetz A und all das, was wir zur Umsetzung auch zunehmend vor allem der EU-Akte brauchen. Das ist so, dass wir da Ressourcenbedarfe haben. Wir versuchen natürlich quasi Teile jetzt im Haushalt hinzukriegen und andere Teile werden wir weiter noch umsetzen müssen. Ich glaube, es ist auch durchaus hilfreich, will ich an der Stelle sagen, wenn natürlich auch ein Augenmerk da auch vom Parlament drauf gelenkt wird, weil
dass vielleicht manchmal unterschätzt wird, was es für Umsetzungsbedarfe auch gibt, die an gerade zunehmend in europäischen Akten hängen. Insofern ist das aber natürlich etwas, was auch gerade im Doing ist und versucht wird, nach und nach umzusetzen. Ich würde gerne noch einen Kommentar auch machen an Ihre erste Bemerkung, weil Sie jetzt nochmal auf die KI-Titel hingewiesen haben. Das ist eben aber gerade der Fall, dass da steht jetzt halt künstliche Intelligenz und dahinter verbergen sich zum Teil ein paar Konjunkturpaketprojekte etc. Aber natürlich haben wir KI ja in viel in anderen Projekten drin. Deswegen ist es irreführend, nur auf diesen einen Titel zu schauen. Und deswegen hatte ich darauf hingewiesen, dass wir das gerne noch mal zusammenfassen. Aber es ist irreführend, jetzt mit dieser Zahl zu arbeiten. Vielen Dank. Und da sind wir natürlich interessiert dran. Tobias Bachane von Bündnis 90 Die Grünen. Ja, vielen herzlichen Dank. Ich wollte nur ganz kurz zu Protokoll geben, dass ich mich bei den Anwesenden aus allen Ministerien bedanken möchte und das heute in der Obleuterunde so besprochen wurde. Und ich irritiert darüber bin, dass das dort nicht aufgebracht wurde und jetzt eine persönliche Stellungnahme hier gebraucht hatte. Aber die wollte ich dann noch ergänzen, um den Dank und um die Anmerkung, dass wir genau dafür die Obleuterunde haben. Und jetzt übergebe ich an meine Kollegin Tabea Rösner. Genau, da ich die Berichterstatterin bin, kann ich einige Fragen stellen. Und zwar würde ich gerne das BMDV direkt noch mal zur Gigabit-Förderung befragen. Und zwar gibt es da ja deutliche Kürzungen. Und es war ja vorher angekündigt worden, dass die Mittel gesichert sind. Jetzt sind sie deutlich geringer. Besteht denn die Gefahr, dass es wieder zu einem Stopp kommt oder gab es einen geringeren Mittelabfluss als erwartet oder was waren die Beweggründe? Ja, Frau Vorsitzende, vielen Dank für diese Frage, weil die mir auch noch mal die Möglichkeit gibt, das Ganze einzuordnen. Es ist so, dass wir einen Förderstopp nie hatten. Es ist ganz völlig ein normales Verfahren, ein reguläres Verfahren, dass es eine Summe X in einem Topf gibt. Dann gibt es einen Förderaufruf, dann gibt es Antragsteller und irgendwann ist dieser Topf leer und dann kann man kein Geld mehr aus diesem Topf rausgeben. Und das ist ein völlig normales Verfahren, das wir so hunderte Mal wahrscheinlich oder sogar noch häufiger in diesem Land vorfinden. Insofern wird es auch in diesem Jahr keinen Förderstopp geben. Es wird im nächsten Jahr keinen Förderstopp geben. Uns ist wichtig als BMDV, dass wir immer die Projekte, die wir priorisieren, also bei denen wir sagen, hier gibt es den höchsten Nachholbedarf, weil diese Gebiete eben noch wirklich unterversorgt sind, dass wir die in jedem Fall auch zukünftig fördern. Und das machen wir sowohl 2024 als auch 2025, sodass alle Fastlane-Projekte in diesen beiden Ländern auch ihre Bewilligungsbescheinigung bekommen. Dann hatte ich ja darauf hingewiesen, dass wir noch sehr viel Geld vor uns herschieben, das überhaupt noch nicht verbaut wird. Und dass wir sowieso in der Regel erwarten, dass zwischen 7-8 Jahren vergeht nach einem Förderbescheid, bis dann am Ende der Bagger tatsächlich oder das Neue, die neuen Techniken, die Straßen insoweit präparieren, dass durch sie auch Glasfaser fließen kann. Und wir erwarten in keinster Weise auch nur eine Verschiebung oder auch nur eine Verlangsamung des Ausbaus, sondern das ist jetzt einfach eine Anpassung im haushalterischen Verfahren, das zu keiner Verlangsamung des Ausbaus der digitalen Infrastruktur kommt. Hier möchte ich auch noch einmal betonen, dass der größte Teil der digitalen Infrastruktur von privaten Unternehmen geleistet wird. Also es ist mitnichten so, dass der öffentliche Bereich hier der ist, der ganz Deutschland mit Gigabit versorgt, sondern die privaten Unternehmen, sie haben uns weiterhin zugesagt, dass die 50 Milliarden stehen. Auf die setzen wir auch, weil das natürlich in einer sozialen Marktwirtschaft, die wir sind, auch das wichtigste Standpunkt unserer digitalen Infrastruktur ist, dass die privaten eine Situation vorfinden, in der sie gut investieren können. Und dafür sorgen wir ja unter anderem auch mit der Gigabit-Strategie, die wir peu à peu abarbeiten. Ja, vielen Dank für die Antwort. Es wäre ja auch fatal, wenn die Dynamik im Ausbau, die jetzt gerade da ist, ausgebremst werden würde. Insofern bin ich beruhigt über diese Antwort und hätte noch eine Frage auch an das BMDV. Im Erfüllungsaufwand für das digitale Dienstegesetz sind ja nicht nur Personalkosten, sondern auch Sachmittel für die Koordinierungsstelle vorgesehen, die das BMDV ausgleichen soll. Gab es in Bezug auf die Verankerung der Sachmittel Änderungen? Wir haben da jetzt im Haushalt nichts gefunden. Vielleicht können Sie kurz antworten.
Also die erforderlichen Sachmittel, die gehen von uns ja unmittelbar an das BMWK, weil das BMWK für die Bundesnetzagentur zuständig ist, sowohl was die Personalkosten als auch was die Sachkosten für die Umsetzung des DDGs betreffen. Da gibt es eine entsprechende Vereinbarung zwischen unseren beiden Häusern. Das Geld fließt, das ist gesichert. Gut, vielen Dank, weil ich habe es im Haushalt nicht gefunden. Dann machen wir weiter mit der FDP-Fraktion, Max Mortos. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich habe zuallererst mal eine Frage an das BMUV. Sie haben sich gerade so ein bisschen beklagt, was jetzt alles nicht mehr gehe, beziehungsweise wo jetzt zu wenig sei. Die Entscheidung auf einer Basis der zugewiesenen Mittel, wo gekürzt wird, treffen Sie ja Sie, also trifft ja das Ministerium. Würden Sie also sagen, dass die Projekte, die Sie bei uns gerade beklagt haben, warum dafür, dass dafür weniger Geld da ist, die unwichtigsten sind in Ihrem Ministerium? Also ich wollte nur mal klarstellen, ich habe mich nicht beklagt. Also jedenfalls war es nicht so gemeint, sich zu beklagen, sondern es sollte einfach nur ein Sachstandsbericht sein. Das ist einfach die Folge sozusagen, wenn insgesamt die Mittel knapp sind, können bestimmte Sachen eben nicht in der Form wie bisher weitergemacht werden. Ich hatte ja gesagt, eingangs gesagt, das Besondere ist, dass eben wichtige kleine, BMUV ist ja klein finanziell, aber wichtige Programme eben aus den Konjunkturprogrammen Mitteln finanziert wurden, die eben bis Ende 2024 befristet sind. Und dann braucht es sozusagen einer neuen Finanzierungsanstrengung, um die fortzuführen. Das betrifft die Dinge, die ich genannt habe. Aber also Sie hätten ja umschichten können. Also Sie haben ja trotzdem ein zugewiesene Mittel. Und wenn Sie sagen, das ist so schade, dass das nicht mehr geht, kann sein. Aber dann war es ja offensichtlich trotzdem unwichtiger als alles andere, was Sie im Haushalt bei Ihrem Haus machen. Ja, ich kann vielleicht noch kurz ergänzen. Wir haben ja bezogen auf unseren Gesamthaushalt, auf unseren Einzelplan, haben wir eine Situation, wo der gesamte Programmhaushalt, da bleibt kein Bereich, ist davon verschont geblieben, abgesenkt wird in Programmen, die eigentlich in der Finanzplanung durchlaufen. So ist die Situation bei uns im Haushalt 2025. Das heißt, Mittel, die vorgesehen waren in der Finanzplanung, gehen runter. Also das ist der Ausgangspunkt. Und dann ist es und war es überhaupt nicht darstellbar, Mittel, die auslaufen, die in der Finanzplanung runtergehen, auch noch weiter ranzuheben, also Mittel da reinzuschichten. Es ist faktisch nicht darstellbar gewesen, weil das hätte ja bedeutet, dass wir jenseits der Sparanstrengungen noch zusätzliche Mittel irgendwoher hätten generieren können müssen, um diese Fortführung auslaufender Konjunkturprogrammmittel wieder auf ein Niveau zu heben. Und zum Bild gehört ja auch, dass gerade zum Beispiel bei künstlicher Intelligenz es fortgeführt wird, aber eben auf geringerem Niveau. Ja, vielen Dank. Das war eine wirklich hilfreiche Antwort. Ich meine, ich finde es immer unpolitisch zu sagen, also wir wollen von allem mehr und wir priorisieren an einigen Stellen nicht. Das haben Sie jetzt klar gerade gerückt, deswegen bin ich sehr froh darüber, denn wir müssen ja schon auch Prioritäten setzen, alles andere wäre unpolitisch. Ich habe noch eine kurze Frage an das BMWK zum Thema Potenziale der digitalen Wirtschaft. Wurde gekürzt, können Sie vielleicht dazu etwas darlegen, um 40%? Genau, das ist der Titel, in dem sich die verschiedenen Programme drin befinden, die zum Teil jetzt auch einfach zum Ende kommen sozusagen. Das betrifft insbesondere das Programm Go Digital, was 2024 jetzt noch 22 Millionen hatte, 2025 dann eben nur noch 9 Millionen, weil das ausläuft. Das war eine bewusste Entscheidung zu sagen, auf dieses Programm verzichten wir in Zukunft im Sinne der Priorisierung, um auf der anderen Seite zu schauen, wie können wir insgesamt eher die quasi KI, KMU-Unterstützungsaktivitäten weiter gut fortführen und stärken womöglich, unter anderem zum Beispiel mit den Mittelstandsdigitalzentren. Also das war in dem Fall eine bewusste Entscheidung, an der Stelle ein Programm jetzt aufzuhören. Vielen Dank. Ich habe auch gesehen, dass Sie bei Innovation Mittelstand sogar noch was draufgelegt haben. Deswegen sehr gut. Vielen Dank. Frau Bengstein für die AfD-Fraktion. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Frau Christmann, unsere Fraktion ist auch an der Zusammenstellung zu dem KI-Thema interessiert. Ich fange aber an mit Fragen an das BMDV. Der Bundesrechnungshof hat sozusagen kritisiert, dass es bei den vorgesehenen Mitteln für den Breitbandausbau
sozusagen ja eigentlich zu einer Kürzung kommt, da von den veranschlagten 2,9 Milliarden bereits 2,5 Milliarden gebunden seien und lediglich rund 400 Millionen Euro frei zur Verfügung stünden. Wie reagiert denn die Bundesregierung auf diese Kritik? Können Sie das noch mal klarstellen? Ja, also gebundene Mittel wären ja auch bewilligte Mittel. Die könnten wir ja nicht zurücknehmen. Selbstverständlich ist es so, dass alle schon bewilligten Mittel auch dann ausgezahlt werden, wenn sie denn dann in die Bauüberführung kommen. Ansonsten habe ich zu der Priorisierung und insbesondere auch zu den Fastlane-Projekten bereits in den Ausführungen gerade eben alles gesagt. Okay. Dann geht es noch mal zum Punkt innovative Anwendungen von KI. Im laufenden Jahr sind ja dafür 60 Millionen Euro vorgesehen, von denen allerdings 29 Millionen bisher nicht abgerufen wurden und nach 2025 verschoben wurden. Haben Sie da Gründe, warum das so geschehen ist? Und welche Projekte oder mit welchem Bereich soll sozusagen der KI mit diesen Geldern gefördert werden? Da würde ich den Staatssekretär Schnorr bitte bitten, das auszuführen. Ja, ganz herzlichen Dank. Es geht hier in dem Bereich innovative Anwendung von künstlicher Intelligenz. Zum einen sozusagen KI pur. Das sind rund 50 Millionen Euro. Die weiteren Mittel sind dann für KI-Anwendungen in der Mobilität. Da geht es um Datenökonomie, wo verschiedene Vorhaben geplant sind. Und insbesondere diese Mission KI, mit der wir Kompetenzzentren, Matchmaking und Standards im Bereich der KI nach vorne bringen. All diese Bereiche laufen. Wir haben im Bereich insbesondere des autonomen Fahrens Teilbereiche, die in diesem Jahr nicht abfließen, die überführt werden, weil die Projekte sich zum Teil schlicht und ergreifend verzögert haben. Und die Mittel, die wir jetzt auch insgesamt im Bereich der innovativen Anwendungen in diesem Jahr nicht abfließen können, die werden schlicht verschoben, weil es eine Verlagerung ist von Anträgen. Aber die Mittel stehen allesamt zur Verfügung und werden auch allesamt dafür verausgabt. Vielen Dank. Der Einzelplan 12 sieht 2025 gut 20 Millionen Euro für die Verwaltungsaufgaben der Mobilinfrastrukturgesellschaft vor. Jetzt gab es ja sozusagen das Thema, dass diese ja abgewickelt werden soll. Sind da bei den 20 Millionen sozusagen auch Gelder zur Abwicklung enthalten? Und wofür werden sozusagen die 20 Millionen sonst noch eingesetzt? Ja, also die MIG wird abgewickelt und die Gelder, die da noch zur Verfügung stehen, sind natürlich für auslaufende Projekte. Wir wollen ja keine Investitionen getätigt haben, die sich am Ende auch nicht lohnen und für die Abwicklung der Gesellschaft. Aber die richtige Entscheidung, die MIG abzuwickeln, wird jetzt auch in dem Haushalt dargestellt. Ich habe keine weiteren Fragen. Dankeschön. Vielen Dank. Und für die Linke Anke Domscheit-Berg. Ja, ich habe zuerst zwei Fragen an das BMWK, an Anna Christmann. Ich sage die mal einfach hintereinander. Also der Koalitionsvertrag wollte ja mehr digitale Souveränität und mehr Open Source. Aber beim Sovereign Tech Fund, wenn ich es richtig gelesen habe, fällt im nächsten Jahr 1 Million weg. Warum? Das ist die eine Frage. Und dann komme ich noch mal auf die Frage der Unionskollegen zurück, den Erfüllungsaufwand im DDG. Also da steht ja im Gesetz drinne vom Gesetzgeber, 99 Stellen sind nötig. Aktuell hat die BNetzA 15 Stellen, 33 wachsen vom BMJ rüber, aber nur teilfinanziert. Die BNetzA hat die fehlenden 51 Stellen als Bedarf angemeldet für den Haushalt. Und das ist nicht vergleichbar mit Data Act, weil da gibt es ja jetzt eine gesetzliche Grundlage. Also das ist anders. Aber trotzdem kriegen Sie die 51 Stellen bisher nicht. Wie sollen Sie mit der Hälfte der Stellen 100% des Gesetzes erfüllen? Also die Frage ist richtig gestellt. Zum einen geht es um ein Bisher, haben wir die Stellen nicht. Das ist einfach richtig so. Wir haben da auch im letzten Jahr, glaube ich, Unterstützung auch aus dem Haushaltsausschuss nochmal bekommen für dieses Thema, weil es so drängend ist. Aber das ist natürlich dann immer nur jahresweise. Das heißt, eine nachhaltige Lösung ist bisher nicht gefunden. Das ist einfach richtig. Deswegen hatte ich aber so betont, dass diese Ressourcen, die da notwendig werden, einfach vielleicht auch bisher insgesamt noch nicht relevant genug erscheinen allen Beteiligten und dass es deswegen durchaus hilfreich ist, darauf hinzuweisen.
Und wir werden weiter daran arbeiten müssen, diese Stellen zu befüllen. Das ist ganz klar. Und es ist eben auch nicht wenig. Das heißt, es bedarf da eben etwas Arbeit, da wirklich diese nachhaltige Lösung noch 10 Sekunden für den Sovereign Tech Fund? Also ich glaube, wir stehen da voll dahinter. Deswegen haben wir ihn ja auch eingeführt, dass wir jetzt in Zeiten begrenzter Ressourcen da leider nicht in diesem Jahr ganz viel mehr sofort bereitstellen können. Das ist einfach Fakt. Sind aber natürlich mit dem Sovereign Tech Fund eng im Austausch, ihn arbeitsfähig zu halten und die relevanten Projekte zu machen. Und perspektivisch wollen wir ihn natürlich weiter stärken. Vielen Dank. Danke. Wir kommen in die zweite Runde. Johannes Schätzel habe ich auf dem Plan. Stimmt das? Ach, Johannes. Stimmt. Herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Ich halte es ganz mit dem Kollegen Mordhorst und würde ganz gerne ein bisschen über Priorisierung sprechen, nur in einem anderen Haus, und würde ganz gerne das BMDV fragen. Mir geht es nochmal um das Thema Breitbandförderung. Herr Schnorr, Frau Kluckert, fairerweise, und Sie wissen das, waren wir ein bisschen verwundert über die Vorgänge in diesem Jahr und sind nicht ganz glücklich mit der Menge der Fördermittel im nächsten Jahr. Sie haben es gerade angesprochen, wir haben eine unglaubliche Dynamik gerade im Markt. Ich glaube, das ist auch dem Haus zu verdanken, mit einer sehr klugen Förderpolitik, aber auch einer sehr hohen Fördersumme, die im Markt natürlich zu allem geführt hat, aber nicht zu Gelassenheit, weil sich viele etablierte Unternehmen natürlich dann in der Verantwortung gesehen haben, schnell auszubauen, um nicht den einen oder den anderen Standort an ein Unternehmen zu verlieren, was vielleicht gefördert ausbaut. Das heißt, es hat natürlich eine gewisse Dynamik entfacht. Jetzt haben Sie den eigenwirtschaftlichen Ausbau angesprochen, die 50 Milliarden haben Sie noch mal angesprochen. Fairerweise sagen uns die Unternehmen gerade, dass die 50 Milliarden natürlich wackeln, weil sich in ein paar Rahmenbedingungen speziell die Kapitalmärkte verändert haben. Das lässt uns natürlich zum Schluss kommen, dass die Fördermittel jetzt gerade sehr gut wären. Jetzt noch mal zum laufenden Haushaltsjahr. Wir hatten 3 Milliarden. Ich habe in ganz vielen Ausschusssitzungen gefragt, ob die 3 Milliarden stehen. Länder und Kommunen haben ihre Haushalte natürlich danach ausgerichtet. Ich würde jetzt gerne noch mal entweder Frau Kluckert oder Herrn Schnorr fragen, wie es zu der Mittelreduzierung um 1 Milliarde im laufenden Förderprogramm kommen konnte. Das ist ganz einfach. Der Haushalt ist so, wie er ist, und die Mittel, die uns zur Verfügung stehen, sind ebenfalls so, wie sie sind. Und dann müssen wir mit den Mitteln, die wir haben, so verantwortungsvoll und sinnvoll umgehen, wie das möglich ist und nötig ist. Die Überlegung und Erwägung, die wir hatten, war, geben wir in diesem Jahr wie in den letzten Jahren 3 Milliarden aus. Wir haben übrigens im letzten Jahr immer gesagt, wir geben 3 Milliarden aus. Wir haben im letzten Jahr aber fast 4 Milliarden ausgegeben für die gesamten Änderungsbewilligungen, die ja noch mal immer wieder dazukommen. Und wir haben gesagt, wir haben das Digitalvermögen ist ja aufgelöst worden, ist überführt worden, 1:1, da fehlt auch nichts. Aber es war in den vergangenen Jahren so, dass immer noch mal frisches Geld obendrauf kam. Und in der jetzigen Haushaltssituation können wir nicht davon ausgehen, dass frisches Geld obendrauf kommt. Deswegen haben wir gesagt, 3 Milliarden in diesem Jahr. Wir hätten im nächsten Jahr rund 1 Milliarde gehabt. Wir wollen aber einen Förderaufruf sowohl in diesem Jahr, den wir ja auch bereits durchgeführt haben, und auch im nächsten Jahr starten. Und wir haben Fastlane-Anträge in diesem Jahr in der Größenordnung von 650 Millionen Euro. Kollegin Kluckert hat darauf hingewiesen, dass es für uns unverzichtbar ist, Fastlane-Anträge, also da, wo die Not am größten ist, zu erfüllen. Und deswegen haben wir gesagt, wir nehmen 1 Milliarde, die wir für dieses Jahr noch vorgesehen hatten, und schieben sie ins nächste Jahr, damit wir in diesem Jahr 2 und im nächsten Jahr 2 Milliarden Euro haben. Angesichts der Haushaltslage ist, glaube ich, eine Summe von 2 Milliarden gigantisch. Sie haben vollkommen recht, Herr Schätzel. Wir haben von 3 Milliarden gesprochen, haben aber auch nicht gesagt, dass wir im letzten Jahr 4 Milliarden ausgegeben haben, also eine ganze Milliarde mehr. Auch das gehört zur Wahrheit. Was mir persönlich wichtig ist, Frau Kluckert hat eben die Zahlen auch genannt. Wir haben 16 Milliarden Euro gebunden. Wir haben über 3000 Projekte bislang in die Förderung gegeben, die noch nicht umgesetzt sind. Und der Umstand, dass die Bauzeiten so lange dauern, bis zu 7 Jahren, hängt natürlich auch damit zusammen, dass Baukapazitäten rar sind und wir zunehmend Gefahr laufen, auch privatwirtschaftlichen Ausbau zu verdrängen. Deswegen glaube ich, die 2 mal 2 Milliarden sind sowohl für den Breitbandausbau als auch, was der Markt verkraften kann, genau die richtige Summe. Vielen Dank. Für die Unionsfraktion Dr. Markus Reiche.
Ja, Frau Vorsitzende, vielen Dank. Meine erste Frage an Herrn Dr. Lindscheid. Die Verbraucherzentrale merkt ja an, dass das Thema Verbraucherschutz im digitalen Raum also großer Bedarf darstellt. Sie haben es jetzt in Ihren einführenden Worten nicht erwähnt. Im Haushalt kommt es meines Wissens auch nicht vor. Können Sie das mal, also diese Einstufung oder Priorisierung kurz erläutern? Also nicht im ganzen Detail, aber aus unserem Haushalt wird ja die institutionelle Förderung der Verbraucherzentrale Bundesverband gefördert. Und da in dem Zusammenhang gehören auch Projekte im digitalen Raum dazu. In der Allgemeinheit. Welche jetzt konkret, kann ich Ihnen nicht ad hoc sagen. Vielen Dank. Mal in dem ganzen Kontext Leitprojekt digitale Identitäten. Diskutieren Sie das Thema der digitalen Identitäten als Element des Verbraucherschutzes auch in den übergreifenden Haushaltsdiskussionen? Was hatten Sie gesagt? Digitale Identitäten? Im Sinne von einer Erhöhung auch des Verbraucherschutzes tatsächlich durch sichere digitale Identitäten, also nehme ich jetzt aus Ihrer Rückfrage, dass das kein Thema Ihrer Diskussion im BMUV darstellt, oder täusche ich mich da? Das war nur eine Verständnisfrage, Entschuldigung. Ja, okay, gut. Also im Rahmen dessen, was mein Kollege Wojtecki gesagt hat, ist das auch ein Thema, aber es ist jetzt kein eigenes großes Förderprogramm oder Ähnliches. Aha. Okay, vielen Dank. Frau Dr. Christmann, gestern wurden die Schaufensterprojekte digitale Identitäten abgeschlossen. Die fallen jetzt aus dem Haushalt raus, sind also nicht mehr im neuen drin. Können Sie sagen, wie Sie gewährleisten, dass die Ergebnisse dieses bisher ja haushaltsrelevanten und mit 60 Millionen Euro ziemlich teuren Vorhabens jetzt tatsächlich auf die Entwicklung der digitalen Identitäten weiter einzahlen wird, also das Geld auch gut eingesetzt war? Also ich glaube, das wird sich natürlich jetzt zeigen müssen. Ich frage mich quasi gerade in Reaktion auf Ihre Frage, ob das jetzt dran hängt, dass da noch weitere Mittel nötig wären, ob das damit aus Ihrer Sicht damit gemeint ist. Ich glaube, dass das jetzt in die Praxis überführt wird, muss man schauen, je nachdem, was sich jetzt aus den weiteren Projekten dann ergibt. Also die Frage wäre, was die Erwartung Richtung Haushalt wäre. Aber das ist ein bisschen die Überleitung jetzt an meine Frage an Herrn Schnorr, weil Sie koordinieren ja das Monitoring für die Digitalstrategie. Und was mich wirklich jetzt mal als Bürger dieses Landes tatsächlich beschäftigt, ist, wie Sie es gewährleisten, dass Mittel, die für Ihr Leitprojekt eingesetzt werden, dann auch tatsächlich halbwegs optimal ausgesteuert werden. Beispiel PIN-Rücksetzdienst liegt im Haushalt BMI. BMAS sagt, das ist furchtbar, dass das gemacht wurde. Wie gehen Sie als jemand, der das aussteuert, davor, dass Sie versuchen, die Mittel dann freizubringen, auch für zum Beispiel diesen Haushalt? Denn hier wird offenkundig suboptimal gehandelt. Herr Schnorr. Gerne. Also PIM-Rücksetzdienst ist ein spezifisches Thema. Ich sage mal, wenn jemand seinen digitalen Personalausweis bekommt, die Funktion nutzen kann, seine PIN verloren hat, dann ist auch die Frage, warum sollen andere dafür bezahlen, dass er seine PIN wiederbekommt, weil er sie einfach verschlammt hat. Ich finde das vollkommen in Ordnung, dass man dann auch darüber nachdenkt, dass jemand, der diese PIN dann nutzen will, auch dafür die Leistung etwas bezahlt. Aber das ist nur ein Randthema. Das Thema digitale Identitäten ist ein Thema, das das BMI, das wir vorantreiben mit dem BMWK, mit dem BMUV, weil alle Ressorts hier eng zusammenarbeiten im GAFLab digitale Identitäten. Und die Gewichtung, wie wir das Geld oder wie das Geld dort eingesetzt wird, wird sehr transparent zwischen BMI, Bundeskanzleramt und den Ressorts im GAFLab auch erörtert. Es kann nur das Geld ausgegeben werden, was da ist, und dass es vernünftig eingesetzt wird, dafür dafür sorgen wir schon, ja. Aber wir können kein Geld erfinden. Wir sprechen nochmal drüber. Ich muss ja ein bisschen auf die Zeit achten. Vielen Dank für die Antwort. Und für Bündnis 90 Die Grünen bin ich wieder Berichterstatterin und gebe mir das Wort. Ich würde meine erste Frage noch mal ans BMWK stellen, und zwar IT-Sicherheit. War jetzt noch nicht so das Thema. Es gibt ja viele Veranstaltungen gerade dazu, und wir erleben auch Studien, die Schäden in der Wirtschaft, die mehr zunehmen.
Jetzt würde ich gerne wissen, wie denn das BMWK plant, dass angesichts der steigenden Schäden durch Cyberangriffe und der gleichzeitig reduzierten Mittel im Programm Mittelstand Digital die IT-Sicherheit für KMW und KMU und Start-ups dennoch wirksam gestärkt werden. Genau, völlig einverstanden. Wichtiges Thema, Cybersicherheit. Deswegen haben wir das jetzt auch auf hohem Niveau nochmal verstetigt. Sind ja für die Initiative IT-Sicherheit jetzt auch nochmal 5 Millionen vorgesehen im nächsten Jahr. Und die Förderprojekte dieser Initiative sensibilisieren eben den Mittelstand zielgruppengerecht für den sicheren Einsatz digitalisierter Prozesse und Geschäftsmodelle im Unternehmen. Also haben genau das zur Absicht und deswegen hier etwas, was wir ganz klar verstetigt, sogar leicht erhöhen im Vergleich zu 24, wo 4,8 Millionen dafür zuständig waren. Und will vielleicht auch mal darauf hinweisen, dass ja schon im Juli 23 die Transferstelle Cybersicherheit im Mittelstand, die bis 27 läuft, ja auch die bisherigen Dinge abgelöst hat. Also hier auch wirklich eine ganz klare Zuständigkeit in dieser Stelle da vorhanden ist. Meine zweite Frage richtet sich an das BMUV. Also ich würde mal sagen, dass das BMUV sich gerade auszeichnet, KI-Projekte auf den Weg zu bringen, die auch die Ressourcenschonung, Klimaschutz, Umweltschutz und so befördert. Und da ist es natürlich misslich, wenn Programme, die gut laufen, eingestellt werden. Deshalb meine Frage, also dass mir dass zum Beispiel der Green AI Hub Mittelstand ganz eingestellt wurde, war mir nicht bekannt. Ich hatte nur gesehen, die drei Titel werden insgesamt um mehr als ein Drittel gekürzt. Welche Auswirkungen hat denn das auf die bestehenden Projekte? Ja, also die bestehenden Projekte, die können natürlich noch durchgeführt werden, weil das sind ja Bindungen sozusagen, die dann auch finanziert werden können. Aber mit eingestellt meinte ich jetzt präzise sozusagen, dass natürlich Programme wie der Green AI Hub keine Projekte für die Zukunft mehr annehmen können, also insoweit eingestellt. Ja, alles misslich, weil ich finde ja gerade in dem Bereich die Entwicklung außerordentlich wichtig und auch die Projekte gut, die da auf den Weg gebracht worden sind, auch gerade den Mittelstand zu unterstützen, Ressourcen einzusparen mit Hilfe vom Einsatz von KI. Das gibt ja jetzt auch noch das Uber KI Lab. Das ist ja letztes Jahr im Oktober eingeweiht worden und da ist jetzt ein Strukturaufbau erfolgt. Wie kann man denn sicher gehen, dass jetzt nicht dieser Strukturaufbau dann wieder abgebaut werden muss, weil da wird ja auch Expertise aufgebaut, Leute, die wir ja dringend brauchen, gerade auch im öffentlichen Bereich. Ja, hier glaube ich, ne? Ja, die Finanzierung des KI-Labs, auch das ein Projekt aus dem Konjunkturprogramm. Das sind Mittel, die im Verwaltungshaushalt des Umweltbundesamtes eingestellt sind. Die laufen bis Ende des Jahres 2025. Das heißt, die Finanzierung im nächsten Jahr ist gesichert. Aber dass das danach dann nicht mehr so weitergeht, das ist bekannt. Das heißt also, ab 2026 könnte sein, wenn dann nicht der Haushaltgeber der nächsten WP dann sozusagen die Mittel zur Verfügung stellt, dass die alle wieder gehen müssen. Das ist ein Szenario. Vielen Dank. Hoffen wir mal nicht. Dann geben wir weiter jetzt an die FDP, Maximilian Funke-Kaiser. Ich würde gerne vom BMDV die Info bekommen, wie viel Mittel derzeit bewilligt worden sind bei der Breitbandförderung. Insgesamt. Ja, also insgesamt sind es ja 21 Milliarden Euro. Derzeit 16 Milliarden Euro gebunden in über 3000 Projekten und 4,5 Milliarden Euro sind in die Kommunen schon geflossen. Okay, dieser Differenzbetrag, wie lange brauchen wir, bis dieser Differenzbetrag ausgezahlt ist in den nächsten Jahren? Braucht also eine gewisse wir Zeit? Wir haben ja gesagt, dass von der Bewilligung der Mittel in einem Jahr 7 bis 8 Jahre vergehen, bis dann tatsächlich auch die Gelder ausgezahlt werden. Das heißt, es sind natürlich kumulierte Beträge, aber so in etwa kann man mit den Auszahlungen rechnen. Das heißt auch, Anträge, die dieses Jahr oder nächstes Jahr eingereicht werden, würden erst im Grunde in 7, 8 Jahren so ausgezahlt werden. So ist es. So ja, aber ich meine, wir legen ja gerade ein Turbo ein, auch insbesondere. Ja, aber sagen wir 5 Jahre.
Frau Füge, ja, genau, okay. Mit der jetzigen Politik. Ich wollte das nur noch mal in den zeitlichen Kontext setzen, ja, weil hier jeder gerade den Untergang des Abendlandes prophezeit. Ich glaube, das ist so schlimm nicht, insbesondere wenn wir uns den zeitlichen Kontext anschauen, dass die Fördermittel reduziert werden. Dann mache ich mal weiter. BMUV, also Einzelplan 16. Wir haben ja in den letzten Jahren ein massives Problem gehabt, was Cyberresilienz anging, Cybersicherheit anging. 270 Milliarden Schaden laut Bitkom. Natürlich überwiegend die Unternehmen, aber auch Einzelpersonen. Und Sie sind da zuständig für Verbraucherschutz auch. Also wie adressiert denn der Einzelplan 16 die Finanzierung von Initiativen zur Bekämpfung von Online-Betrug, vielleicht auch Aufklärungsmaßnahmen, weil Phishing ja die hauptsächliche Tätigkeit ist, und zur Verbesserung der Cybersicherheit für die Verbraucher? Das ist natürlich ein sehr wichtiges Thema, was Sie ansprechen. Vielleicht vorweggemerkt, das BMU ist sozusagen, was die Finanzierung und Fördermittel angeht, jetzt nicht das größte Haus der Bundesregierung. Aber ist vielleicht eine Antwort auf Ihre Frage. Wir haben ja das sogenannte Zentrum für vertrauenswürdige künstliche Intelligenz aufgebaut. Das ist ein Förderprojekt aus der Vergangenheit. Die Förderung ist jetzt ausgelaufen, aber planmäßig, weil das ja als gemeinnütziger Verein fortgeführt werden soll. Und dieses Zentrum würde sozusagen sich auch unter anderem mit solchen Fragen beschäftigen und da Vorschläge machen, Beratung, Informationsvermittlung. Das wäre jetzt eine Frage, die ich Ihnen geben kann, aber ein eigenes Programm oder Ähnliches ist jetzt, sagen wir mal, im derzeitigen Haushalt leider nicht darstellbar. Wir wissen aus der Wirtschaft, dass genau also so Maßnahmen, also Schulung der Mitarbeiter und Erklärung, wie Phishing funktioniert, massiv hilft. Also es geht nicht nur um Penetration-Tests, es geht genau um diese Aufklärung. Ich finde schon, dass das die Aufgabe Ihres Ministeriums ist. Lass ich mal so stehen, wobei die Wirtschaft ist ja jetzt, also Verbraucherschutz richtet sich ja eher. Sprechen Sie ein bisschen mehr ins Mikro, weil wir hören das sonst nicht, wenn es so ein Zweigespräch ist. Ich rede nicht davon, dass Sie die Wirtschaft aufklären müssen, die macht das schon selber, das kriegt die schon hin. Wir reden von den Bürgern. Okay, gut, danke. Reicht, okay. Dann machen wir weiter mit der AfD und Herrn Schiller. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich habe eine Frage zum Einzelplan 16 an das BMUV. Und zwar werden dort Projekte mit Leuchtturmcharakter, ein schöner Name, gefördert, die mit künstlicher Intelligenz ökologische Herausforderungen bewältigen wollen. Man spricht ja davon KI-Leuchttürmen. Es sind mittlerweile 3 Förderaufrufe ergangen. Insgesamt 100 Millionen Euro stehen da im Feuer. Es ist so, der Bundesrechnungshof kritisiert in seinem Bericht immer wieder mit der Aussage, das BMUV immer wieder mit der Aussage, es habe ich versäumt, konkrete Förderziele und messbare Indikatoren festzulegen. So beim Thema KI-Leuchttürme. Jetzt meine Frage, welche konkreten Förderziele sollen mit dem Projekt KI-Leuchttürme erreicht werden und wie lassen sich diese Ziele messen? Vielen Dank. Also da will ich mal kurz antworten, das kann man aber auch bei den Förderrichtlinien nachlesen, sozusagen den einzelnen. Grundsätzlich sind KI-Leuchttürme, wie das der Name sagt, sollen besonders herausgehobene Innovationen zur Nutzung von KI für Umwelt und nachhaltige Entwicklung darstellen. Und dafür sind Förderprojekte angeschoben worden. Das kann ganz unterschiedliche Bereiche betreffen. Das kann den natürlichen Klimaschutz betreffen. Das kann die Kreislaufwirtschaft betreffen und. Also das Themenspektrum ist eigentlich jetzt nicht festgelegt, dieser KI-Leuchttürme, außer dass es jetzt gemäß dem Umweltministerium auf den Themenbereich KI und Umwelt-Nachhaltigkeit fokussiert ist. Noch eine Nachfrage, und zwar, es ist ja eigentlich jetzt nicht beantwortet worden wegen der Förderziele, die vom Bundesrechnungshof immer wieder bemängelt werden. Wozu bedarf es nach Ansicht des BMUV einer separaten Förderung von KI im Bereich Umwelt? Also der Bundesrechnungshof hat übrigens die Programme gerade geprüft und der war jetzt nicht der Ansicht, dass die sozusagen keine Zielsetzung hatte. Aber wozu ist das Bedarf? Nun, weil die Nutzung von KI ein wichtiges, mächtiges Werkzeug ist und es sozusagen auch für die Unterstützung der Ziele der Umweltpolitik eingesetzt werden soll.
was ist jetzt, sagen wir mal, aus der reinen Marktaktivität vielleicht nicht in dem Maße, wie es erforderlich ist, gemacht wird. Muss dazu auch jetzt sagen, dass der gesamte Förderumfang, ich hatte ja eben die Zahlen genannt, bei bisher 30 Millionen Euro im Jahr lag und jetzt auf 18 Millionen im kommenden Jahr und dann auf 4 Millionen pro Jahr reduziert ist. Das heißt, wir reden jetzt hier nicht über Milliarden, sondern über einstellige Millionenbeträge. Und die Leuchttürme sind übrigens im Rahmen der OECD-Berichterstattung und der Empfehlung besonders hervorgehoben worden, dass also der Bereich KI-Nutzung und Nachhaltigkeit, Umwelt besonders gewürdigt wurde. Insofern denke ich, dass wir da eine kleine, aber wichtige Lücke gefüllt haben, um den Bereich zu unterstützen und das in kleinem Umfang auch weiterhin tun wollen. Sind Sie fertig? Ja, gut. Dann Anke Dumpscheit-Berg, Die Linke. Ja, ich habe zunächst Fragen an das BMUV. Wir reden ja die ganze Zeit von der Twin Transition, der Transformation durch Klimakrise und Digitalisierung. Der Impact von Rechenzentren, Datenströmen und so weiter wächst ja ständig. Trotzdem sind die Mittel für nachhaltige Digitalisierung, wir haben es schon gehört, massiv gekürzt, minus 10 Millionen. Bei Green Coding gab es immerhin lächerliche 500.000. Jetzt gibt es aber 2025 gar nichts mehr, obwohl der Impact gerade bei Green Coding, energieeffiziente Software, extrem hoch ist. Ich bedauere das. Wir haben dazu schon was gehört. Aber manchmal ist es auch nicht nur das Geld. Also 2023 gab es 3 Millionen Euro Haushaltsmittel oder 2 Millionen für Repair-Cafés. Sie sind verfallen, weil die Förderrichtlinie nicht kam. Anfang September habe ich zu den 3 Millionen für dieses Jahr gefragt, ob es schon eine gibt. Es gibt immer noch keine. Jetzt sind ja wieder ein paar Wochen um. Es hieß, die kommen auf jeden Fall noch in diesem Jahr. Kommt die Förderrichtlinie noch? Und wie sollen Repair-Cafés noch vor Jahresende solche Mittel abrufen? Und ich schicke noch eine zweite Frage hinterher. 1,62 Millionen Euro sind ja eingeplant für Innovationen im Verbraucherschutz. Was ist denn damit gemeint mit diesen Aufgaben? So eine Art intelligente Cookie-Manager, AGB-Interpretierer, keine Ahnung. Ich fange mal mit Ihrer ersten Frage an zu den Repair-Cafés. Also nochmal Bestätigung, das Programm wird in diesem Jahr noch gestartet. In wenigen Tagen, Stichwort höchstens 2-3 Wochen. Kommt es auf den Markt und die Repair-Cafés können auch tatsächlich konkretes Geld zur Unterstützung beantragen. Wie das gemacht wird, das wird dann in den Förderbedingungen nochmal klargestellt. Konkret, wenn Sie es interessiert, sozusagen, wir haben eben eine gemeinnützige Stiftung dazwischen geschaltet, die das Geld weiterleiten soll an die Repair-Cafés. Es handelt sich ja letztlich, sagen wir mal, um eine Unterstützung, die vor allen Dingen auch, ich nenne es jetzt mal politisch, symbolische Wirkung entfalten soll, weil die Mittel, wie Sie ja wissen, relativ begrenzt sind. Das vielleicht zu den Repair-Cafés. Die Förderung wird übrigens im nächsten und übernächsten Jahr dann planmäßig fortgesetzt. Da wird dann wohl auch mehr Geld als in diesem Jahr fließen. Wir haben leider jetzt schon die Zeit überschritten. Können Sie einen Satz sagen? Die Förderung im Bereich Innovation richtet sich nach der in Kraft befindlichen Förderrichtlinie. Da sind die Sachen drin, die gefördert werden aus dem Titel. Vielen Dank. So, jetzt haben wir zwei intensive Beratungsrunden zum Haushalt gehabt. Wir nehmen den Bericht zur Kenntnis. Wir danken den Gästen aus den Ministerien ganz herzlich, werden uns in der nächsten Woche auch mit anderen Haushaltseinzelplänen noch mal befassen. Vielen Dank fürs Kommen und für die Antworten und auf bald. Einen schönen Abend noch. Bei uns geht es jetzt weiter. Wir müssen einen kleinen Umbau machen. Oder einen kleinen Wechsel hier vorne vollführen.
Sie gerne auch nach vorne setzen. So, wir kommen zum nächsten Tagesordnungspunkt, nämlich Tagesordnungspunkt 3, den wir auch öffentlich beraten. Es ist der Bericht der Bundesregierung zu den Aufgaben der Zentralen Stelle zur Erkennung ausländischer Informationsmanipulation, CERM, im Bundesministerium des Innern und für Heimat. Das ist eine Selbstbefassung und wir nehmen den Bericht dann zur Kenntnis. Und ich darf ganz herzlich begrüßen vom Bundesministerium des Innern und für Heimat die Staatssekretärin Juliane Seifert, herzlich willkommen. Dann Dr. Christiane Schwarte, Leiterin der Unterabteilung Wehrhafte Demokratie, politische Bildung, Prävention. Konstanze Bürger, PGCAM, Zentrale Stelle für die Erkennung ausländischer Informationsmanipulation. Und Stefan Delfs, ebenfalls vom PGCAM. Wir haben vereinbart, dass wir 5 Minuten ein Eingangsstatement hören von Seiten der Bundesregierung und dann eine Debattenrunde mit je 5 Minuten pro Fraktion und die Hälfte der Redezeit für die Gruppe. Und ich möchte darauf hinweisen, weil Sie ja nicht so oft hier sind, wir haben 10 Sekunden vor Ende der Redezeit einen akustischen Gong. Und das heißt, dann muss man so langsam zum Ende kommen oder auch schnell, je nachdem, wie viel man noch zu sagen hat, weil wir uns alle selber ein bisschen disziplinieren müssen. So, und dann starten wir und ich übergebe das Wort an die Staatssekretärin. Ja, ganz herzlichen Dank, liebe Tavia Rösner als Vorsitzende des Ausschusses, liebe Abgeordnete, für die Einladung zu einem Thema, das Anfang des Jahres vom Weltwirtschaftsforum in Davos als die aktuell größte Gefahr für den weltweiten Frieden und die weltweite Wirtschaft gesehen wurde, nämlich eben das Thema gerade ausländische Manipulationskampagnen. Es ist jetzt sehr ambitioniert, in 5 Minuten dazu umfassend was zu sagen. Ich hatte eine Präsentation mitgebracht, die auch entsprechend kurz gehalten ist angesichts des Statements, wo es noch mal darum geht, die Herausforderungen oder die Arten, wie uns die Desinformation, wie uns Manipulationskampagnen begegnet, darzustellen. Wir wissen, dass sie einen weltweiten Schaden von knapp 80 Milliarden Euro pro Jahr schätzungsweise anrichten. Und wir wissen auch, dass es zunehmend das Interesse und auch die Erwartungshaltung in der Bevölkerung gibt, dass dort reagiert und gehandelt wird. Denn 84% aller Deutschen sagen laut einer aktuellen Umfrage, dass sie dies für ein sehr großes Problem in unserer Gesellschaft sehen. Welche Formen von Manipulationskampagnen gibt es? Das sind zum einen, haben Sie, und das ist ein bisschen Eulen nach Athen tragen bei Ihnen hier im Digitalausschuss, was wir uns natürlich angucken, ist das Thema der Doppelgängerkampagnen, die auch Anfang des Jahres vom Auswärtigen Amt aufgedeckt sind. Das war eine von mehreren. Also der Typ der Kampagne ist recht verbreitet, dass gefälschte Internetseiten angelegt werden. Wir waren selber als BMI auch Opfer. Das sehen Sie auch auf der PowerPoint, dass ein Projekt oder eine Maßnahme der Bundesregierung auf unserer vermeintlichen Internetseite verkündet wurde, dass Geflüchtete aus der Ukraine bei Menschen zu Hause wohnen müssen. Wenn man genau hinguckt, aber da muss man eben ganz genau hingucken, sieht man einen kleinen Buchstabendreher oben in der Domain. Das Gleiche ist auch der Süddeutschen oder dem Spiegel begegnet, wo es sehr, sehr gekonnt gefälschte Internetseiten gibt, die dann, und das ist der zweite Bestandteil der Doppelgängerkampagnen, von künstlich angelegten Fake-Accounts, Fake-Websites tausendfach, und zwar 10.000-fach geteilt und eben im Netz verteilt werden, künstlich verstärkt werden. Und man dort, das ist uns auch wichtig oder mir hier auch wichtig zu sagen, worum es uns geht, nämlich die Informationsmanipulation, dass es eben nicht mehr so ist, dass hinter jedem Post ein Mensch eine persönliche Meinung ist, sondern dass so getan wird, als ob ein Thema sehr viele interessiert, als ob das auf das Interesse von sehr vielen stößt. Aber diese vielen gibt es gar nicht, sondern es sind eben künstlich angelegte Fake-Websites und Fake-Accounts. Und das sehen wir, dass das unsere Bevölkerung nicht nur in Deutschland, sondern in der westlichen Welt, wenn man jetzt auch auf die USA schaut, zunehmend eben beeinflusst und dass wir damit konfrontiert sind und dass wir besser werden wollen, dies frühzeitig zu erkennen und damit umzugehen. Wir haben außerdem noch natürlich das Phänomen, sage ich gerne später was zu, von KI
generierten Inhalten, auch jetzt im US-Wahlkampf. Sie haben es selber vor einiger Zeit, vor wenigen Tagen oder Wochen im Bundestag auch erlebt, am Beispiel der Abgeordneten Verena Huberts, über die so ein KI-Deepfake-Video ins Netz gestellt wurde. Wir sehen auch zunehmend das Phänomen, beispielsweise jetzt auch im Zusammenhang mit dem Gaza-Krieg, dass Bilder, die so gesehen echt sind, aber in einem falschen Zusammenhang gestellt werden, also Bilder, die schon vor langer Zeit aufgenommen worden sind, die ganz woanders aufgenommen worden sind, dass eben so getan wird, als ob die von jetzt gerade heute oder aktuell was abbilden. Wir sehen auch, und das ist uns als Bundesregierung wichtig, dass das eben zunehmend eine Herausforderung wird für unsere Gesellschaft, dass zunehmend versucht wird, aus dem Ausland unsere Gesellschaft zu manipulieren, unsere Gesellschaft zu destabilisieren. Deswegen haben wir in dieser Legislatur sehr eng mit den Kolleginnen und Kollegen vom Auswärtigen Amt, vom Justizministerium, vom Bundespresseamt daran gearbeitet und jetzt im Sommer eingerichtet, eben die zentrale Stelle zur Erkennung von ausländischer Informationsmanipulation. Sehen auch die Kolleginnen und Kollegen rechts von mir, die beide dort arbeiten. Und es bildet sich auch in der Projektgruppe, die im BMI verortet ist, in der aber eben auch Kolleginnen und Kollegen aus den genannten Häusern arbeiten. Ist also auch ein interministerielles Projekt, das wir jetzt im Sommer gestartet haben, wo wir einerseits im Aufbau natürlich sind, einerseits personeller Art, andererseits technischer Art. Und zu den Aufgaben, die wir haben, sage ich Ihnen gleich gerne noch was. Ja, ganz herzlichen Dank für den Bericht. Und wir gehen in die Debattenrunde. Und nur als kurzes Verständnis, ich war etwas irritiert, weil ich diese Vorlage nicht hatte. Aber alle anderen hatten jetzt die Präsentation vorliegen. Die ist verteilt worden an alle, oder? Ja? Okay. Also gemeines Nicken, da bin ich ja froh. Gut. Also, dann starten wir jetzt in die Debattenrunde. Dr. Jens Zimmermann für die SPD-Fraktion. Also, bis zu mir sind Sie nicht vorgedrungen, aber es ist aber auch nicht. Was? Okay. Ah, ja, okay. Sie ist zu Beginn verschickt worden, höre ich gerade. Ist aber auch kein Problem. Erstmal vielen Dank für den Einstieg. Mich würde an der Stelle auch noch mal interessieren, wie läuft eigentlich die Zusammenarbeit zwischen den Ministerien? Das Auswärtige Amt ist gerade ja schon erwähnt worden. Es gibt durchaus ja auch noch andere Ministerien, die mit dem Thema konfrontiert sind oder auch betraut sind. Das wäre mal meine erste Frage. Wie läuft da die Zusammenarbeit und inwiefern gibt es da eigentlich auch eine Koordination und eine Abstimmung? Ja, vielen Dank für die Frage. Zum einen, das führt mich dahin zurück, wo ich eben geendet habe. Also die Aufgaben der Einheit ist eben ausländische Manipulationskampagnen zu erkennen, auch frühzeitig zu erkennen, dass man damit, und zwar als gesamte Regierung, weder nur das BMI noch nur die genannten Häuser, sondern alle Häuser eben auch bessere Reaktionsfähigkeit haben, dass man daraus dann auch noch über die Regierung hinaus Handlungsempfehlungen für Staat und Gesellschaft ableiten kann und auch mit der Zivilgesellschaft, die hier ja auch sehr aktiv und kompetent ist, gibt es regelmäßigen Austausch. Wir hatten schon nicht erst seit dem Sommer, sondern schon deutlich vorher, ist auch noch mal intensiviert worden seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine, eine wöchentliche Runde von allen Ressorts, wo man sich hierüber austauscht, wo die Federführung auch im BMI liegt und die Koordination und wo auch die Ergebnisse der Einheit eben eingespeist werden, weil es dann eben auch die Aufgabe der fachlich betroffenen Häuser ist, darauf zu reagieren. Jetzt haben wir gesehen, dass Anfang des Jahres hatte das Auswärtige Amt ja diese Kampagne auf X attribuiert und auch ist auch gegen Fake-Accounts da vorgegangen. Die sind zwar dann auch von X gelöscht worden, aber ganz offensichtlich gegen die Strukturen, die dahinter stehen,
ist die Plattform irgendwie nicht vorgegangen. Deswegen vielleicht auch mal ganz generell meine Frage, gibt es Austausch mit den Plattformen, beziehungsweise wie ist so ganz generell die Einschätzung? Weil ich meine, wir haben Notice and Takedown als Grundsatz, das ist klar, aber mein persönlicher Eindruck ist so ein bisschen, man tut dort irgendwie gefühlt nur das Nötigste, weil diese Fake-Accounts und auch die Fake News häufig ja auch zu viel Traffic und damit auch zu Umsatz führen. Ja, also BMI mit von verschiedenen Seiten, also nicht nur von meiner Zuständigkeit aus, sehr regelmäßigen Austausch mit den Plattformen. Ich glaube, wir sehen da ein sehr differenziertes Bild. Es gibt durchaus Plattformen, die auch schon viel machen und mehr als ehrlich bemüht sind. Und bei anderen, wo auch noch mehr, sage ich mal, Luft nach oben ist. Ich glaube, und deswegen bin ich froh, in diesem Ausschuss zu sein, was man auch noch mehr, beispielsweise, wenn man über den DSA redet, regulieren muss und auch die Plattform in die Pflicht nehmen muss, dass es nicht nur darum geht, ich sage mal, Falschinformationen im Sinne auch jetzt Aufruf zur Gewalt, wirkliche persönlich, vielleicht auch strafrechtliche Attacken, Bedrohungen von Politikerinnen, Politikern, anderen bekannten oder auch nicht bekannten Personen, sondern eben dieses Thema Manipulation, was wir hier mit Blick auf das Ausland behandeln, das sind ja keine Botschaften, die strafrechtlich relevant sind, sondern das Manipulative da drin ist ja, dass so getan wird und vorgegaukelt wird, als ob Hunderttausende von Menschen diese Meinung teilen, die es aber überhaupt nicht gibt. Und das auch noch mit aufzunehmen in den Katalog von dem, wogegen auch soziale Medien oder die Plattformen vorgehen müssen, das wäre aus unserer Sicht sehr hilfreich. Weil das ja immer ein Balanceakt ist und es natürlich immer auch Kritik gibt, mal ganz flapsig gefragt, löschen Sie Inhalte? Ist diese Einheit dafür da, Zensur vorzunehmen? Vielleicht können Sie das in den verbleibenden 30 Sekunden noch kurz erläutern. Nein, das ist sie nicht. Sie ist ja auch, das sagt ja schon der Titel, ausschließlich fokussiert auf ausländische Manipulationskampagnen. Und deswegen schauen wir uns beispielsweise momentan an, was für Narrative von ausländischen Accounts in Deutschland gezielt verbreitet werden, beispielsweise mit dem Ziel, für ja, Unsicherheit, Destabilisierung zu sorgen. Vielen Dank. Und für die Unionsfraktion Katharina dos Santos-Vinz. Ja, ganz herzlichen Dank auch von meiner Seite, Frau Staatssekretärin Seifert, auch für die Informationen und für den Überblick. Ich glaube, wir müssen nicht auch in diesem Ausschuss darüber sprechen, dass Desinformation und auch die beinhaltete Reichweitenmanipulation eines der destruktivsten Phänomene ist, mit denen wir gerade so zu tun haben, die ja vor allem auch, deswegen auch danke dafür, strategisch zur Destabilisierung eingesetzt wird. Sie haben schon erwähnt, welche Formen der Kampagne Ihnen so begegnen. Ich würde gerne noch wissen, woher beziehen Sie Ihre Informationen? Also vielleicht auch in dem Zusammenhang, wie ist die Zusammenarbeit beispielsweise auch mit BSI, BND, wie sind so Ihre Quellen, soweit Sie das sagen können? Das wäre mal ganz interessant, um zu sehen, wo setzen Sie an mit der Arbeit? Ja. Also wie ich gesagt habe, sind wir jetzt im Aufbau begriffen, weil es uns erst seit Sommer gibt und auch das Personal dann auch, sage ich mal, nicht am ersten Tag alle da waren, sondern in den ersten Wochen und Monaten alle erstmal dazugestoßen sind. Unser Ziel ist auch noch weiter aufzuwachsen. Deswegen, das ist jetzt erstmal der Start. Und unsere Informationen beziehen wir jetzt erstmal von unserer Seite eben für das mit, ja, durch ein, sagen wir mal, Narrativmonitoring in den sozialen Netzwerken auf den einschlägigen Plattformen. Momentan, wie gesagt, wir wollen noch aufwachsen, schauen wir uns insbesondere staatliche russische Accounts an, die auch öffentlich zugänglich sind und, sage ich mal, die repräsentativ sind für das, was von russischer Seite gezielt nach Deutschland, aber auch in viele andere westliche Staaten ausgesteuert und künstlich verstärkt wird. Das ist das, worauf wir jetzt unsere Quellen beziehen. Wie gesagt, wir möchten dann auch im weiteren Ausbau dahin kommen, dass wir eben auch noch mit der Früherkennung besser werden, dass wir dort auch die Fähigkeiten weiter ausbauen. Das ist das Ziel zu der Zusammenarbeit auch mit Sicherheitsbehörden. Die sind auch eingebunden in die Runde mit den Bundesministerien, sind auch Sicherheitsbehörden beteiligt. Aber uns geht es, wie gesagt, darum, um das Thema gesellschaftliche Narrative. Wie wird die Gesellschaft versucht zu beeinflussen und was suppt, sage ich mal, bei uns in die Gesellschaft rein?
auch Sicherheitsbehörden, die Sie genannt haben, geht es hier oft darum, um den einen, ich sage mal nicht unbedingt strafrechtlich, aber doch in die Richtung gehenden Fall. Das ist eben nicht das Ziel von unserer Einheit. Ja, herzlichen Dank. Also ich verstehe natürlich, dass Sie im Aufbau sind, aber selbst wenn Sie es noch nicht beantworten können, würde ich mir auch, nehme ich gerne die Antwort, wie Sie es dann haben wollen, wenn es sinnvoll ausgebaut ist. Wenn Sie sagen Ausbau, was ist denn die Zielgröße für den Ausbau der Einheit? Genau, wir haben momentan haben wir 10 Personen, die dort arbeiten ungefähr. Das Ziel ist, dass wir das gerne noch bis zum Ende der Legislatur auch verdoppeln möchten, was dann schon sehr zügiger Aufwuchs ist. Und dann eben auch in der nächsten Legislatur aus unserer Sicht auch die Notwendigkeit sehen, das durchaus weiter aufzubauen. Danke. Ich würde gerne auch noch danach fragen, was Sie mit Ihren Erkenntnissen dann machen. Also ich verstehe, dass Sie im Aufbau sind, aber wenn Sie dann Erkenntnisse dazu erlangt haben, ist das, nur damit ich verstehe auch, was so das Ziel nachher ist, einfach nur ein One-Pager für die Bundesregierung? Ich nehme mal an, nicht, sondern also was sind die dann die nächsten Schritte, die Sie umsetzen? Ja, also das Ziel ist, erstmal die Erkenntnisse, die wir haben, mit den anderen Ressorts zu teilen, um dann auch zu entscheiden, ob man, wie man, wann man dagegen vorgeht, ob man die Öffentlichkeit informiert, auf welchem Wege man informiert. Das sind für uns relevante Ziele. Das ist das, woran wir momentan arbeiten. Und wie gesagt, es ist dann Aufgabe von den fachlich zuständigen Ressorts, auch auf eine Manipulationskampagne, wenn sie davon betroffen sind. Wir hatten ja auch neulich eine, die sich gegen die Außenministerin gerichtet hat. Da ist es dann natürlich, da liefert die Einheit gerne zu, arbeitet das auch auf. Aber es ist dann natürlich Aufgabe oder Entscheidung, Verantwortung des Auswärtigen Amtes zu entscheiden, wie es damit umgeht. Haben Sie schon sich Gedanken darüber gemacht, wie Sie mit Grenzfällen umgehen, die, weil Sie sagten ja auch zu Recht, es sind Dinge, die auch teilweise strafrechtlich nicht relevant sind. Wenn aber was strafrechtlich relevant ist, oder wie machen Sie die Abgrenzung und was tun Sie dann? Ist das, gibt ja auch, also wir sind ja bei weitem nicht die Einzigen, die sich mit, sag ich mal, flapsig mit dem beschäftigen, was im Netz passiert. Und das, was strafrechtlich relevant ist, da gibt es ja entsprechende Behörden und auch Einheiten dafür, die sich darum kümmern, bei denen die Zuständigkeit liegt. Und mit denen sind Sie auch schon vernetzt? Wir sind, ja, wir haben, wie gesagt, einen Austausch mit den Ministerien und auch mit den Sicherheitsbehörden. Okay, super. Dann versuche ich in 16 Sekunden, was kann man denn noch sein? Sind die Länder bei Ihnen auch mit drin oder ist es bisher nur reine Bundesebene? Bei der Einheit nicht, aber wir haben eine Bund-Länder-Zusammenarbeit und erarbeiten auch gemeinsame Strategien und Vorgehensweisen übergeordnet zu dem Thema. Ja, für Bündnis 90 Die Grünen teile ich mir die Zeit mit Tobias Bacherle. Deshalb bitte ich auch um kurze Antworten. Sie haben gesagt, wie die Handlungsempfehlungen ableiten können. Da habe ich so eine Antwort jetzt gesehen, dass Sie überlegen, dann zu reagieren. Deshalb spare ich mir diese Frage. Aber wir haben ja eine sehr schwierige Gemengelage, das häufig ja nicht erkannt wird. Wie weit ist das von der Meinungsfreiheit gedeckt? Ja, und es ist ein Balanceakt, wie Jens Zimmermann auch schon darauf hingewiesen hat. Deshalb muss man da natürlich auch sehr behutsam vorgehen. Und dass Sie nicht löschen, ist ja schon mal eine wichtige, die Befugnis hätten Sie natürlich gar nicht, wichtige Information. Aber ich frage mich trotzdem einmal angesichts dessen, dass ja gerade der ausländische Einfluss häufig verschleiert wird. Es gibt Verschleierungstechniken, die schwer nachweisbar sind. Wie geht man denn damit um? Reicht dann der Verdacht der ausländischen Einflussnahme oder was ist Ihr Vorgehen da? Und es gibt ja auch noch die AG Hybrid, auch im BMI, die eine Taskforce Desinformation hat. Warum braucht es jetzt noch eine neue Stelle? Ja, also ich glaube, was mir noch mal wichtig ist zu sagen, dass das natürlich ein Politikfeld ist, was ungeheuer dynamisch ist und was sich jetzt schon quasi wöchentlich oder monatlich weiterentwickelt. Und deswegen werden wir auch nicht einen festen Aufgabenkatalog haben können, wo wir sagen, das machen wir immer so, sondern werden uns auch immer neuen Herausforderungen stellen müssen. Uns geht es erstmal darum, weil wir sehen, dass wir da in Deutschland noch Nachholbedarf haben, zu verstehen und zu analysieren, mit welchen Geschichten, mit welchen Narrativen wird versucht, aus dem Ausland unsere Gesellschaft zu manipulieren? Welche Narrative werden hier bei uns ganz gezielt und mit künstlicher Reichweite reingesteuert und so getan, als ob die auch in Deutschland ein deutlich höheres Interesse haben, als sie faktisch haben? Das wollen wir verstehen und wir wollen dann im nächsten Schritt auch verstehen, was das mit unserer Gesellschaft konkret macht. Und wir wollen auch verstehen,
was erfolgreich ist, um dagegen die Gesellschaft resilienter zu machen. Und wenn wir schon so weit wären, das alles zu wissen, hätten wir die Einheit nicht gründen müssen. Deswegen haben wir sie gegründet. Wir sind sehr eng mit den Kolleginnen und Kollegen in Frankreich im Austausch, die vor 2 Jahren die gleiche oder entsprechende Einheit auch eingerichtet haben. So, das ist das eine. Und dann das Thema hybride Bedrohung geht ja auch noch mal darüber hinaus, über ausländische Desinformationskampagnen, eben auch in den hybriden Teil, wo wir auch im sehr engen Austausch sind mit den anderen Ministerien im Ressortkreis und eben auch Bund-Länder-Zusammenarbeit intensiv ist. Tobias Barralle. Vielen herzlichen Dank. Also nochmal in aller Klarheit, Sie beobachten nur. Wir monitoren, ja. Welche Datenzugänge benutzen Sie denn dafür? Wir benutzen momentan öffentlich zugängliche Quellen, also sogenannte OSINT-Quellen, momentan aus russische staatliche Quellen, eben weil wir dort drin die größte Bedrohung momentan sehen, den wichtigsten Akteur. Und ja. Haben Sie denn Partnerorganisationen, die OSINT-Analysen ja jetzt schon betreiben und die Ihnen zuarbeiten? Wir sehen, wie gesagt, wir sind im sehr engen Kontakt mit den Kolleginnen und Kollegen in Frankreich. Es gibt auf europäischer Ebene auch eine entsprechende Einheit und auch in einigen anderen europäischen Ländern wie Schweden, Polen, ich glaube auch Spanien. Aber ja. Zivilgesellschaftliche oder kommerzielle OSINT-Analyse. Genau, also wir sind mit zivilgesellschaftlichen Organisationen sind wir auch im regelmäßigen Austausch und auch mit den Plattformen. Haben Sie denn Drittanbieter, kommerzielle oder nicht kommerzielle Partner in irgendeiner Form, die Sie zur Datenanalyse heranziehen, also die zum Beispiel mehr Datenzugänge kommerziell erwerben und Ihnen dann bestimmte Entwicklungen aufzeigen? Ja, also wir haben im Wesentlichen machen wir es momentan selbst. Wir haben momentan Unterstützung von PD, also Partner Deutschlands, die regierungseigene Beratungsagentur, wo wir jetzt auch noch kurzfristig fachliche Unterstützung her bekommen konnten und sind natürlich dabei, auch im weiteren Aufbau zu schauen, wo wir dann noch auch in der Hinsicht Unterstützung bekommen. Ja, vielen herzlichen Dank. Und wenn Sie dann was beobachtet haben, eine Erzählung, die sich gerade entwickelt, wo Sie einen Pattern erkennen, wie muss man sich das dann vorstellen? Wer bekommt das dann eigentlich von Ihnen? Also Sie veröffentlichen das, Sie haben ja keine Homepage, wo wir vielleicht auch gucken können, läuft gerade was gegen den Abgeordneten Bacherle. Aber wen informieren Sie? Mich vielleicht als Betroffenen, aber wenn es, weiß ich nicht, der Abgeordnete Redder ist, gibt es eine Möglichkeit, dass wir es erfahren? Wo wird das in der Bundesregierung eingespeist? Das wird, wie gesagt, im Ressortkreis geteilt. Auch den beteiligten Ressortkreisen. Den beteiligten Ressorts oder komplett. In dem Ressortkreis sind alle. Okay. Aber wenn jetzt eins betroffen ist, wird man da eher anrufen und nicht abwarten, bis alle wieder zusammenkommen. Vielen Dank. Vielen Dank für die FDP-Fraktion, Dr. Volker Redder. Ja, der, über den gerade geredet wurde. Danke, Tobias. Das hast du mitgekriegt. Alles gut. Sie haben ja in Ihrer Präsentation auch die Hamas erwähnt. Also wenn ich an diese Fake-Videos denke, die verbreitet worden sind, die eindeutig Fake-Videos waren, die aber den Palästinenser-Freunden ganz gut Auftrieb gegeben haben. Und Sie sagen jetzt eben aber auch, Sie beobachten nur. Das reicht mir irgendwie nicht. Was machen Sie denn dann? Also Sie kriegen das raus. Und wie können Sie verhindern, dass die Tagesthemen, was ja passiert ist, diese Videos bringen und als echt ausgeben? Also ich glaube, als Bundesregierung sind wir ganz gut beraten, den Tagesthemen nicht vorzuschreiben, ja, was sie zu senden haben, aber nicht. Aber ich verstehe Ihre Frage. Ja. Also wie gesagt, uns geht es darum, und man muss, glaube ich, sehen, dass es viele verschiedene Aspekte von strafrechtlich relevanten und politisch relevanten Handeln und Taten im Netz gibt. An dem sind auch verschiedene Kolleginnen und Kollegen von auch anderen Behörden, die dafür auch noch mal andere Zuständigkeiten haben. Wo es uns darum geht und was wir ja schon länger beobachten, dass eben gerade von ausländischer Seite versucht wird, nicht nur in Deutschland, sondern in allen westlichen Staaten, ganz gezielt Zweifel, Misstrauen, Spaltung, Unsicherheit in die Gesellschaft reinzutransportieren. Wir haben das momentan in vielfacher Hinsicht, dass man so ein Gefühl hat, dass das irgendwie passiert. Aber wir können noch überhaupt nicht quantifizieren, wer macht das eigentlich, was sind genau die Botschaften, in welchen Räumen werden die von wem aus dem Ausland geteilt und bei uns eingespeist. Und das möchten wir verstehen. Wir möchten verstehen,
was dort in unsere Gesellschaft reinsuppt und reinkommt. Gut, also Sie brauchen Beweise im Endeffekt. Also es geht Ihnen darum, wenn wir den Cyberwar uns angucken, der gerade passiert, jetzt auch wenn wir über Cyberresilienz und Cyberattacken reden, dann wissen wir ja, wo die Angriffe herkommen. Wir wissen, dass die Hälfte der Angriffe aus Russland kommen, fast die andere Hälfte aus China, ein bisschen aus Nordkorea und dann gibt es noch so ein paar kleinere Länder, Staaten, die das machen. Und ich glaube nicht, dass eine Desinformationskampagne großartig anders ist, tatsächlich. Ich lasse das mal die Amerikaner raus, weil die haben ihre eigenen Probleme mit dem Präsidenten und dem vielleicht zukünftigen Präsidenten, was weiß ich. Aber wenn ich mir das angucke, ist das doch eigentlich klar, die Gemengelage. Und dass gerade jemand wie Putin Interesse daran hat, dass Europa schwach ist, ist eigentlich logisch. Genau. Das heißt, die sammeln nur Beweise. Was passiert dann, wenn sie die Beweise haben? Dann wird im Ressortkreis beraten, insbesondere natürlich mit den, wie gesagt, fachlich Betroffenen. Das ist mir nochmal wichtig zu sagen, wie man damit umgeht. Es gab in der Vergangenheit, ich glaube, das ändert sich gerade, oft auch die Einschätzung, es ist besser, nicht drauf zu reagieren, weil damit macht man so ein Narrativ größer, als es ist. Ich habe das Gefühl, und das finde ich richtig, das dreht sich gerade auch. Aber trotzdem ist eben die Frage, was ist die richtige Art zu reagieren? Und da kann man, sage ich mal, von die kleinste Gegenmaßnahme ist ein Tweet bei X zu sagen, das stimmt alles nicht oder das läuft gerade. Das kann man natürlich größer machen. Man kann öffentlich drüber reden. Man kann auch diplomatisch als Bundesregierung darauf reagieren. Aber das ist halt sehr anlassbezogen und da kann man keine generellen Antworten treffen, was man machen muss, sondern das hängt vom Thema ab, das hängt von der Situation ab, was dort die richtige Reaktionsform ist. Wäre es generell nicht schlauer, eine Art, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll, Medienkompetenz, Aufmerksamkeit, wie auch immer zu vermitteln, an die gesamte Bevölkerung, nicht nur an irgendwelche Kinder und irgendwelche Lehrer, darauf zu achten, wie man denn genau sowas erkennt. Ja. Ich hatte mit Marco Buschmann mal ein Gespräch dazu, weil viele der Trolle, die im Internet, also die KI-Trolle, haben ja keine echten Namen. Also die, das sind ja Fake-Namen. Und man könnte sowas einführen, das, was X ja auch macht mit dem grünen Haken. Also jemand, der mit seinem echten Namen unterwegs ist, kriegt einen grünen Haken. Wenn ich dann von Hunderttausenden von Trollen in irgendeine Richtung gedrängt werde, das haben Sie eben gesagt, dieser die Massennummer, man glaubt, dass seine Bubble jetzt 100.000 Leute groß ist, dabei ist das eine KI. Das wäre schon eine Hilfe, wenn die dann keinen grünen Haken hätten. Solche simplen Maßnahmen. Arbeiten Sie an sowas? Reden Sie mit Marco Buschmann oder mit anderen darüber, wie man das machen könnte? Ja, also wir sind jetzt hier eingeladen. Sie sind gerade angefangen, ich weiß. Nein, wir sind jetzt eingeladen, um zur CEAM vorzustellen. Ja, okay. CEAM beschäftigt sich mit ausländischen Manipulationskampagnen. Dazu habe ich was gesagt. Wir sind aber darüber hinaus auch als Innenministerium dabei, also genau das, was Sie sagen, nämlich das Thema Resilienz von der Bevölkerung. Also einmal zu sensibilisieren und auch zu zeigen, wie schützt man sich dagegen, wie findet man vielleicht selber raus. Das, was eben so manipulativer Desinformationsinhalt ist, haben wir beispielsweise Bertelsmann Stiftung unterstützt beim Bürgerrat gegen Desinformation, was auf sehr großes Interesse gestoßen ist und auch viele andere Sachen in der Hinsicht machen. Okay. Vielen Dank. Also zweiseitig. So, Frau Beckstein für die AfD-Fraktion. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Sie hatten eingangs schon mal in Ihrem Statement erwähnt, Frau Staatssekretärin, dass Sie sozusagen auch was Personal angeht, sich noch im Aufbau befinden. Wie hat sich denn bisher die Personalrekrutierung gestaltet? Stellen Sie beispielsweise Leute ein, die jetzt sozusagen über die besonderen Fremdsprachenkenntnisse auch verfügen? Oder wie kann man sich da den Mitarbeiter sozusagen vorstellen? Dass die Gruppe setzt sich zusammen aus Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus dem Bundesministerium des Innern, aus dem Auswärtigen Amt, auf dem BPA, also Bundespresseamt, und aus dem Bundesministerium der Justiz. Und das hat über den Sommer eben sehr gut funktioniert, dass dann auch sehr zügig bis August, glaube ich, die Kolleginnen und Kollegen aus den anderen Häusern bei uns waren. Es gibt dazu eben noch weitere Mitarbeiter aus dem Bundesinnenministerium, von denen sich viele auch schon in der Vergangenheit mit dem Thema beschäftigt haben. Das Gleiche gilt auch für die Kolleginnen und Kollegen aus den anderen Häusern, die eben da auch unterschiedliche Erfahrungen mitbringen, mit Blick eben auf soziale Medien, mit Blick auch auf die internationale Dimension von ausländischen Manipulationskampagnen und den rechtlichen Blick aus dem Bundesministerium der Justiz. Und was sind jetzt sozusagen in Ihrem Aufbauprozess die nächsten Schritte? Wo sehen Sie die höchsten Priorität?
Ja, die höchste Priorität ist das jetzt natürlich einerseits zu konsolidieren. Und die Diskussion hier macht ja schon deutlich, dass es sehr viele Facetten gibt, dass es sehr viele Herausforderungen gibt. Sie hatten eben auch das Thema Zivilgesellschaft oder Bürgerinnen und Bürger angesprochen, was uns auch ein wichtiges ist. Wir sind beispielsweise auch natürlich im engen Austausch mit der Bundeszentrale für politische Bildung, die da auch einen Fokus mit drauf setzt. Wir sind jetzt beim Thema technische Ausstattung, weil das natürlich auch klar ist, dass die Hardware, die Software, die Lizenzen, die man dazu braucht, die kauft man nicht beim Mediamarkt ein, sondern das ist auch eben mit entsprechenden Ausschreibungen verbunden. Und haben jetzt aufgebaut eben das Narrativmonitoring, um eben einen Überblick über die wesentliche Narrative zu kriegen, wo wir uns momentan auf staatliche russische offene Accounts konzentrieren, insbesondere bei Telegram, aber auch bei den anderen Plattformen präsent sind und dort auch eben auch gerade anlassbezogen tätig sind. Und setzen Ihre Mitarbeiter beim Online-Monitoring bereits auch KI-Algorithmen zur Strukturierung großer Datenmengen ein? Das machen wir derzeit noch nicht. Okay. Ist es geplant? Ja. Wenn wir das können, das sind wir, wie gesagt, das ist dann in den weiteren Schritten, ist das mit angedacht. Alles klar. Und Sie hatten erwähnt, dass Sie bisher den Fokus auf Russland legen. Ist China sozusagen auch schon mit dabei im Monitoring? Ja, also wie gesagt, wir haben, ich hatte gesagt, das ist ein weites Feld. Es sind viele Aspekte, die man bearbeiten soll und muss. Wir wissen, dass China hier auch ein wesentlicher Akteur ist. Wir haben jetzt erstmal angefangen mit Russland, aber das Ziel ist eben auch, das weiter auszuweiten. Okay, vielen Dank. Noch mal ein bisschen weiterer Radius. In der nationalen Sicherheitsstrategie kündigt die Bundesregierung ja an, auch eine Strategie zum Umgang mit Desinformation vorzulegen. Wird die in der Legislatur jetzt noch kommen und werden Sie sozusagen als CIAM da auch mitarbeiten oder sozusagen Ihre Expertise mit einbringen? Ja, also das ist geplant, dass die vorgelegt wird im Rahmen der Sicherheitsstrategie und natürlich werden dann auch die Erkenntnisse aus der Projektgruppe mit an der zentralen Stelle mit einfließen. Und Sie hatten das Thema Gaza, Israel schon erwähnt. Sind jetzt sozusagen Erkenntnisse aus Ihrem Bereich jetzt konkret schon in Reaktionen der Bundesregierung mit eingeflossen? Nee, also ich hatte das ja genannt als ein Beispiel oder von Formen von Informationsmanipulationen, die es gibt, eben beispielsweise durch die Doppelgängerkampagnen oder durch KI oder eben dadurch, dass man ich sag mal, richtige Bilder in einem falschen Kontext nennt, was wir eben momentan sehen im Gaza-Konflikt. Aber das ist jetzt nicht genannt als Beispiel, wo wir sehen, dass von dort versucht wird, in Deutschland gezielt zu manipulieren. Danke, keine weiteren Fragen. Für die Linke, Anke Domscheit-Berg. Ja, vielen Dank. Ich habe hier nur die Hälfte der Zeit, daher gerne sehr knackige Antworten. Besten Ja-Nein-Fragen. Ich wüsste zum einen gerne, wie oft trifft sich denn dieser Ressortkreis? Habe ich das richtig verstanden? Einmal die Woche? Genau, einmal die Woche. Und anlassbezogen. Also wir können, ich weiß nicht, bin ich hier, das ist so schwer zu sehen, wenn ich frage. Genau. Dann war ja zu Recht gesagt worden, dass wir noch viel besser verstehen müssen, wie funktioniert das eigentlich, wie wirkt es, was wirkt am besten dagegen. Das schreit ja förmlich nach Forschung und das schreit auch nach Datenzugang. Also wird kooperiert auch mit Forschenden dazu und spielt da eine Rolle auch die Bundesnetzagentur, die für Forschung im Rahmen des DSA, über den man den Datenzugang ja bekommen kann zu den Plattformen, dass die nur 300.000 Euro haben? Also haben Sie auch Forschungsmittel? Ja, also wir haben mit der Bundesnetzagentur sind wir nicht in Kontakt und das Thema Forschung ist uns auch ein wichtiges, aber wie gesagt, momentan im Aufbauprozess ist das noch nicht da, wo wir stehen, aber deswegen sind wir auch mit vielen Akteuren aus der Zivilgesellschaft, die oft ja auch Forschung mit betreiben, in Kontakt, um dort auch noch Erkenntnisse für uns jetzt rauszugewinnen. Das war schon meine nächste Frage. Welche sind denn das? Welche zivilgesellschaftlichen Organisationen? Von Wenn man die großen Kreise können wir nachliefern. Ja. Das ist ein großer Kreis. Kein Ding, sehr gerne. Ja, die üblichen Verdächtigen. Dann reicht das natürlich nicht, wenn man wissen will, wie das wirkt in Deutschland, wenn man nur quasi die russischen Urquellen anguckt. Man muss ja eigentlich, muss man auch hier in die öffentlichen sozialen Netze gucken, um zu gucken, was taucht denn da auf und was verbreitet sich da.
Das machen Sie schon auch, oder? Weil das wurde bis jetzt nicht erwähnt. Nee, wir sind auf den sozialen Plattformen, wo genau das verbreitet wird und schauen uns eben staatliche russische Accounts zum jetzigen Zeitpunkt an, mit dem Ziel auch noch. Ja, ich meine eben nicht nur auf die russischen Accounts gucken, sondern auf die künstlichen, die echten. Genau. Okay. Und dann habe ich noch eine Frage. Es gibt ja tatsächlich eine ganze Reihe von staatlichen Institutionen in Deutschland, die sich mit der Analyse von Desinformation beschäftigen. Das Auswärtige Amt im Rahmen der Cyberaußenpolitik, die machen auch OSINT-Tools zum Beispiel, nutzen die dafür für Social-Media-Analyse, das BMI für Cyber-Innenpolitik, die Bundeswehr für Cyberverteidigung. An welcher Stelle wird denn entschieden, wann ist eine Desinfo-Kampagne, hybride Kriegsführung und die Bundeswehr zuständig zum Beispiel? Also dass die Quellen oder die Stellen, die Sie genannt haben, macht ja schon deutlich, wie komplex die Herausforderung ist und dass es eben nicht eine Stelle gibt, die alles abdecken kann. Und das ist in Verteilung. Und wenn es Fälle gibt, wo es nicht klar ist, wird das untereinander entschieden, wer daran arbeitet und im Behördendeutsch die Federführung hat. Ja, vielen Dank. Wir sind am Ende dieser Debattenrunde und es zeigt sich doch, dass es noch viele Fragen gibt zu der Stelle. Und wir werden sicherlich noch das eine oder andere Mal hier auch im Ausschuss, glaube ich, darüber reden und Sie gerne noch mal einladen, wenn mehr aufgebaut ist und wir konkreter wissen, wie jetzt auch das Handeln nach Erkennen möglicherweise ist oder ob es tatsächlich nur Erkennen und Weitergabe von Informationen ist. Also ganz herzlichen Dank unseren Gästen. Damit schließe ich diesen öffentlichen Tagesordnungspunkt. Der öffentliche Teil der Sitzung des Ausschusses für Digitales ist hiermit beendet. Ich bitte